Kang Jin-Wu, der schwächste Hunter der Welt, überlebt wie durch ein Wunder einen Monsterangriff in einem hochrangigen Dungeon und erhält ein exklusives System, das seine Fähigkeiten verbessert. Entschlossen, seine Geheimnisse zu entschlüsseln, begibt er sich auf eine aufregende Reise voller Macht und Entdeckungen. Willkommen bei Anime Archiv, deiner Nummer 1 für deutsche Anime-Zusammenfassungen. Den Namen des Anime sowie eine Kapitelübersicht der einzelnen Episoden findest du unten in der Videobeschreibung. Jin-Wu ist ein typischer Giga-Chat. Okay, Scherz beiseite, er ist ein hässlicher, ekelhafter Verlierer, der nichts in seinem Leben hat. Sein Vater ist Milch kaufen gegangen und seine Mutter liegt im Koma. So bleibt er ein pleitegegangener Nichtsnutz, der seine jüngere Schwester mit seinen E-Rang-Hunter-Fähigkeiten ernähren muss. Vor 10 Jahren tauchten überall auf dem Planeten riesige Gates auf, die verschiedene Monster freiließen, um die Bevölkerung zu vernichten. Die Menschen hatten keine Chance, sie zu bekämpfen, da die Waffen keinen Schaden anrichten konnten. Doch plötzlich erwachten bei einigen Menschen besondere Kräfte. Diese Menschen sind als Hunter bekannt. Die Hunter werden je nach ihrer magischen Kraft in Ränge von E bis S eingeteilt. Die Menschen schaffen es, die nächsten Jahre mit diesen neuen Kräften zu überleben. Aber sie müssen immer noch die Dungeons, die auftauchen, beseitigen. Wenn sie das nicht tun, sammelt sich der Dungeon mit Magie an, öffnet sich und lässt Monster zurück in die Welt. Vor 3 Jahren geschah genau das auf einer nahegelegenen Insel. Ein Dungeon des Rang S wurde nicht geräumt und Monster füllten die Insel. Die Hunter versuchten, ihn zu räumen, aber am Ende waren die Ameisenmonster stärker. Wir sehen mehrere Männer auf einer Baustelle. Einer von ihnen, namens Kim, holt sich gerade einen Kaffee, als der Verkäufer ihm viel Glück für den heutigen Raid wünscht. Ein anderer Mann namens Park ruft Kim zu sich, der ihn fragt, was er hier macht, da er aufgehört hat, Hunter zu sein. Park erklärt, dass seine Frau schwanger ist und er deshalb etwas Geld verdienen muss. Kim antwortet, dass es nichts Besseres als einen guten Raid gibt, um etwas Geld zu verdienen. Park ist jedoch besorgt, weil seine Fähigkeiten schon schlecht waren und er glaubt, dass sie noch schlechter werden, weil er schon lange nicht mehr gejagt hat. Plötzlich richtet sich die Aufmerksamkeit aller auf Jin-Wu, der gerade am Tatort eintrifft. Jin-Wu bleibt bescheiden und erwähnt, dass er sich darauf freut, heute mit allen zusammenzuarbeiten. Sogar Kim grüßt Jin-Wu und fragt, ob er schon gegessen hat. Jin-Wu bestätigt das und geht weiter. Park wird neugierig und fragt, ob Jin-Wu ein starker Hunter ist, denn alle scheinen sich zu freuen, ihn zu sehen. Doch Kim kichert, als er merkt, dass Park sich zurückgezogen hatte, bevor Jin-Wu seinen ersten Raid hatte. Kim verrät, dass Jin-Wu einen besonderen Spitznamen hat. Der schwächste Hunter von allen. Park ist verwirrt, weil er etwas wie der stärkste erwartet hat. Kim erklärt, dass Jin-Wu ein E-Rang-Hunter ist, der selbst in E-Rang-Gates immer verletzt wird. Deshalb nennen ihn die Leute den schwächsten Hunter. Kim denkt jedoch, dass dieser Dungeon leicht zu bewältigen sein wird, weil Jin-Wu hier ist. Kim sagt Park, sie sollen aufhören darüber zu reden, weil Jin-Wu sie hören könnte. Doch Jin-Wu seufzt, weil er alles hören kann. Während er läuft, hört Jin-Wu eine vertraute Stimme, die ihm sagt, dass er sie wieder gehört hat. Er bemerkt Yu-Hee und grüßt sie und sagt, dass es schön ist, sie wiederzusehen. Sie fragt ihn, was mit seinem Gesicht passiert ist, aber er antwortet, dass irgendwas passiert ist. Sie fragt ihn erneut, was mit ihm passiert ist und er beschließt, ihr die Geschichte zu erzählen. Sie erfährt, dass er im Krankenhaus gelandet ist und dass er der Einzige war, der verletzt wurde, obwohl er einen Dungeon des Ranges E betreten hat. Sie ist verwirrt, aber er erklärt ihr, dass alle anderen hochrangig waren und sie deshalb keinen Heiler mitgebracht haben. Sie beschwert sich darüber, weil sie denkt, dass alle zu selbstsicher sind und sich nicht verletzen würden. Doch Jin-Wu gibt zu, dass es seine Schuld ist, weil er schwach ist. Aber er ist es schon gewohnt, verletzt zu werden. Dann bemerkt Jin-Wu, dass es Zeit ist, mit dem Raid zu beginnen und sagt ihr, sie solle losgehen. Sie treffen auf Song, den erfahrenen Hunter, der sie fragt, ob sie damit einverstanden sind, dass er das Kommando übernimmt und die Gruppe anführt. Da er der Ranghöchste ist, stimmen alle zu. Als alle bereit sind, öffnen sie das Tor und betreten den Dungeon. Als sie hineingehen, sagt Kim zu Jin-Wu, er solle in der Nähe bleiben, um nicht verletzt zu werden. Jin-Wu zieht sein Messer heraus und erwähnt, dass dies das einzige Stück Ausrüstung ist, das er sich leisten kann. Trotzdem wird er auch heute sein Bestes geben und betritt den Dungeon. Währenddessen erzählt Go, der Präsident der Hunter-Vereinigung, seiner rechten Hand, dass er sich mit der Regierung getroffen hat, die sie gebeten hat, Dungeon-Ausbrüche zu vermeiden. Sie verlangten aber auch, dass sie Waren liefern, die sie in den Dungeon erworben haben. Er findet diese Forderung nicht unerträglich, denn sie verdienen ihr Geld mit dem Weiterverkauf von Waren aus dem Dungeon. Diese Waren sind Magiekerne, die man durch das Töten von Monstern erhält.
Im Dungeon sieht man Jinwoo blutüberströmt mit einem Magiekern in der Hand. Er ist froh, dass er einen schwachen Kobold besiegt hat. Aber Yu-Hi sagt ihm, dass er vorsichtig sein soll. Ein weiterer Goblin greift ihn an, aber er kann den Angriff abwehren. Der Goblin greift jedoch weiter an, aber er weicht allem aus. Er bekommt die Chance anzugreifen und versucht, den Goblin zu zerteilen. Doch bei der Berührung zersplittert seine Klinge. Der Goblin verschwendet keine Zeit und ersticht ihn. Yu-Hi macht sich Sorgen um ihn, aber Park kommt nach vorne und besiegt den Kobold. Jinwoo zieht sich die Klinge aus dem Bauch und legt sich auf den Boden, da er Blut verliert. Park bittet Yu-Hi, Jinwoo zu heilen, während er die Monster in der Nähe besiegt. Yu-Hi eilt Jinwoo zur Hilfe und setzt ihre Heilfähigkeiten ein. Während er geheilt wird, sieht Jinwoo wie alle anderen die Monster mit Leichtigkeit besiegen und wird neidisch. Präsident Go erklärt weiter, dass Magiekerne, die man von hochrangigen Monstern erhält, zur Herstellung stärkerer Waffen verwendet werden können. Dadurch können die Hunter stärkere Monster besiegen. Er erwähnt außerdem, dass sie Magiekerne aus den Dungeons erhalten und daraus Waffen herstellen können. Allerdings ist ihre Qualität nicht so effektiv. Seine rechte Hand versteht nicht, warum die Regierung sie haben will. Präsident Go erklärt, dass sie damit eine neue Art von Energie erzeugen wollen, die sicherer als Atomkraft und effizienter als die normalen Energiequellen ist. Das wird wiederum zu weniger Umweltverschmutzung führen und eine echte grüne Energie schaffen. Aber sie können sie nur erzeugen, wenn die Hunter die Dungeons räumen. Zurück im Dungeon wurde Jinwoo geheilt und die Gruppe hat es geschafft, den Boss zu besiegen. Yu-Hi heilt ihn wieder und fragt ihn, warum er unbedingt ein Hunter werden will. Sie erklärt ihm, dass er in große Schwierigkeiten geraten wird, wenn er immer wieder das Gleiche tut. Jinwoo entschuldigt sich, aber Yu-Hi beschwert sich. Sie will keine Entschuldigung, sie macht sich nur Sorgen um ihn. Song erklärt allen, dass der Raid so gut wie abgeschlossen ist und alle fangen an, über ihre Beute zu reden. Jinwoo schaut auf seinen Magiekern und hat Mitleid mit sich selbst. Er hat sein Leben für eine erbärmliche Belohnung riskiert. Plötzlich ruft ein anderer Kerl, dass es in der Nähe einen weiteren Eingang gibt. Alle sind verwirrt, aber Song verrät, dass es manchmal doppelte Dungeons gibt. Einige finden das seltsam, aber die meisten denken, dass die Belohnungen dadurch größer sind. Song erklärt der Gruppe, dass sich das Dungeon-Tor erst dann schließt, wenn sie auch den Boss des zweiten Dungeons besiegen. Normalerweise sollten sie diese Situation der Hunter-Vereinigung melden und auf eine Entscheidung warten. Aber das bedeutet auch, dass andere Hunter kommen und den Boss stehlen könnten. Er beschließt, alle abstimmen zu lassen, ob sie es tun sollen oder nicht. Insgesamt gibt es 13 Mitglieder, von denen die Hälfte mit Ja und der Rest mit Nein stimmt. Jinwoo ist derjenige, der mit seiner Stimme über das Schicksal der Gruppe entscheiden wird. Jinwoo denkt sich, dass dieser Dungeon zu gefährlich für ihn ist. Aber er ist pleite und muss einen Weg finden, um seine Schwester aufs College zu schicken. Außerdem muss er die Kosten für die Behandlung seiner Mutter bezahlen. Um seine Familie zu schützen, beschließt er also, Ja zu sagen. Währenddessen sehen wir, wie einige Leute in der Hunter-Vereinigung ihre Prüfung zum Hunter-Erwachen ablegen. Ein Mann legt seine Hand auf einen schwarzen Magiekern und sie messen seine Kraft. Wir finden heraus, dass es mehrere Gruppen gibt, die Gilden genannt werden. Sie rekrutieren Hunter mit Potenzial und bilden sie aus, um Dungeon Raids abzuschließen. Die stärkste Hunterin des Landes, Hein, ist eine stellvertretende Gildenleiterin. Sie ist eine verdammt süße Blondine mit dem Rang S. Zurück im Dungeon denken einige Mitglieder, dass sie sich zu weit vorgewagt haben. Sie sind bereits seit 40 Minuten unterwegs und erwähnen, dass sie eine Stunde Zeit haben, den Dungeon zu verlassen, nachdem sie den Boss besiegt haben. Sie haben also noch etwa 20 Minuten Spielraum. Jinwoo nutzt diese Chance, um sich bei Yu-Hi zu entschuldigen. Sie fragt warum und er erklärt ihr, dass er der Grund ist, warum sie gezwungen war zu bleiben und den zweiten Boss zu besiegen. Yu-Hi sagt, dass es ihr gut geht und er sich keine Sorgen um sie machen soll. Er fragt sie, ob sie sich sicher sei, aber Yu-Hi sagt, dass sie wütend ist. Sie schreit ihn an und fragt ihn, ob er ein Verrückter sei. Sie erklärt ihm, dass er ein Loch in der Brust hatte, wenn er ein bisschen höher gestochen worden wäre. Und nicht nur das, auch seine Arme und Beine wären fast abgetrennt worden. Sie verrät auch, dass ihre B-Rang-Heilung ihn kaum heilen konnte. Sie nennt ihn rücksichtslos und fragt, warum er zugestimmt hat, mitzukommen. Außerdem fragt sie, ob er sich am Kopf verletzt hat und bittet um eine Antwort. Jinwoo entschuldigt sich und denkt bei sich, dass er nur noch lebt, weil Yu-Hi eine B-Rang-Heilerin ist. Wenn sie nicht gewesen wäre, wäre er tot. Sie fragt ihn, ob es ihm wirklich leid tut, und er bestätigt es. Plötzlich flirtet sie mit ihm und erwähnt, dass er sich bei ihr mit einem Abendessen revanchieren sollte. Jinwoo ist verwirrt, aber sie wird wütend und fragt ihn, ob er keine Zeit mit ihr verbringen will. Jinwoo errötet und erklärt ihr, dass sie nicht in seiner Liga spielt, aber er würde gerne. Plötzlich erwähnt jemand, dass sie in der Boss-Etage angekommen sind. Einige Mitglieder sind verwirrt, weil sie noch nie einen Bossraum mit einer Tür gefunden haben. Sie finden das seltsam, aber
aber Kim fragt, ob sie mit leeren Händen zurückkehren werden, nachdem sie so weit gekommen sind. Er behauptet, dass sie die Ersten sein könnten, die den neuen Dungeon entdecken. Wenn sie also zurückkehren wollen, können sie das tun. Aber er wird auch alleine hineingehen. Währenddessen beobachtet der Typ, der die Hunter-Prüfung durchgeführt hat, den Präsidenten in einem Video. Kurz erklärt er, wie vorsichtig sie immer sein und trotz ihres Ranges überleben sollten. Sie alle öffnen die Tür und treten ein. Die Fackeln überall im Raum beginnen zu leuchten, als sie eintreten. Einige sind beeindruckt, da sie so etwas wie diesen Raum noch nie gesehen haben, aber sie sollten sich beeilen und sich umsehen. Die Gruppe sieht mehrere Statuen im Raum herumstehen und Jin-Woo bemerkt eine weitere, die auf einem Thron zu sitzen scheint. Jin-Woo denkt, dass es sich um die größte Statue handelt, aber die Gruppe beginnt zu erwähnen, dass sie sich beobachtet fühlt. Dann bemerken sie etwas Seltsames. Es sind keine Monster in dem Raum. Daraufhin bemerkt Song den Boden und sieht, dass es ein magischer Kreis zu sein scheint. Kim ruft Song zu sich und erwähnt, dass dort eine Statue steht, auf der etwas geschrieben steht. Alle nähern sich der Engelsstatue und bemerken die Inschrift. Song liest sie laut vor und erwähnt, dass dies die Gebote des katenanischen Tempels sind. Erstens, sie müssen Gott anbeten. Zweitens, Gott loben. Drittens, glaube an Gott. Und wer nicht gehorcht, soll sterben. Yu-Hee flippt aus und schreit Jin-Woo an, weil sich die Augen der riesigen Statue bewegten und sie ansahen. Jin-Woo ist einfach nur verwirrt und sagt, dass sie sich das wohl nur einbildet. Plötzlich schließt sich die Tür. Alle flippen aus und fragen sich, ob sie in der Falle sitzen. Eines der Mitglieder geht auf die Tür zu und beschwert sich, dass sie gar nicht erst hierher kommen wollten. Er berührt die Tür und plötzlich bewegt sich eine Statue und schneidet ihm den Kopf ab. Alle sind schockiert und fangen an zu schreien. Jin-Woo ist verzweifelt und denkt über den Rang des Toten nach. Er weiß, dass der Mann viel stärker war als er selbst. Die Statue hingegen kehrt wieder in ihre ursprüngliche Position zurück, aber Jin-Woo kann sich immer noch nicht bewegen, da der Mann in einem Augenblick getötet wurde. Er versteht nicht, wie dieses Monster in einem D-Rang-Dungeon sein könnte. Jin-Woo schaut sich die größere Statue an und achtet auf jedes Detail, bis er sieht, wie sich ihre Augen bewegen, um ihn anzuschauen. Jin-Woo beginnt, sich an die Momente zu erinnern, in denen er mit Leben und Tod konfrontiert war. Bei seinem ersten Raid wurde er von seinem Team getrennt und wurde von Monstern des Rang Es verletzt, sodass er mehrere Wochen im Krankenhaus verbringen musste. Später wäre er fast verhungert, als er in einem Labyrinth gefangen war. Er erklärt, dass Hunter ihr Geld, das sie mit Magiekernen verdienen, ausgeben, um mehr Waffen zu kaufen und stärkere Monster zu besiegen. Er hatte jedoch immer nur Geld, um billige Buttermesser zu kaufen. Wenn die Messer kaputt gingen, war er gezwungen, die Monster mit seinen Fäusten zu bekämpfen. Er hatte nicht einmal Geld für Kleidung, aber er machte trotzdem weiter. Er verdiente nie viel Geld und wurde von anderen Huntern immer verspottet. Deshalb suchte er immer nach Schlupflöchern, um zu überleben. Er musste alles ganz genau beobachten, um seine Chance zu bekommen. Als er in die Realität zurückkehrt, ruft Jin-Woo ihnen, sie sollen sich hinlegen. Die Statue schießt mit ihren Augen einen Laserstrahl ab und tötet mehrere Hunter. Diejenigen, die überlebt haben, sind geschockt von dieser Szene und geraten in Panik. Zum Glück konnte Jin-Woo Yu-Hee retten, aber sie ist in Panik vor Angst. Er schaut sich verwirrt um und fragt sich, was passiert ist und wie sie so gelandet sind. Er weiß, dass sie in der Falle sitzen und nicht entkommen können. Schließlich flippt er aus, weil er weiß, dass sie alle sterben werden. Als sie sich umschauen, denken alle nur ans Weglaufen. Doch Song befiehlt ihnen, ruhig zu bleiben, denn wenn sie aufstehen, werden sie angegriffen. Yu-Hee zittert immer noch vor Angst und Jin-Woo versucht, sie zu beruhigen. Song geht auf Jin-Woo zu und sagt, wenn er sie nicht gewarnt hätte, wären jetzt alle tot. Er fragt, woher Jin-Woo davon wusste, aber der antwortet, dass er die Gefahr einfach gespürt hat. Dann bemerkt Jin-Woo, dass Songs Arm fehlt, aber der alte Mann sagt, das sei in Ordnung und bittet ihn, die Blutung zu stoppen. Jin-Woo wickelt Bandagen um Songs Arm und erklärt, dass er normalerweise Yu-Hee darum bitten würde, ihn zu heilen, aber sie kann mit Angstsituationen nicht gut umgehen. Aus diesem Grund geht sie nur auf leichte Raids, obwohl sie eine B-Rang-Heilerin ist. Song verrät auch, dass er schon an einigen B-Rang-Raids teilgenommen hat, aber er denkt, dass dieser Ort definitiv mindestens vom Rang A sein muss. Aber dann korrigiert er sich und sagt, dass dies ein Dungeon des Rang S ist. Dann erinnert er sich an die Engelsstatue und die Gebote des Katanentempels. Er wiederholt die Gebote und Jin-Woo denkt, dass der Gott, der in diesen Regeln erwähnt wird, die große Statue ist. Währenddessen ist Jin-Woos jüngere Schwester Jin-Ha in der Schule und spricht mit ihrer Freundin Song-Ji, die den ersten Unterricht verpasst hat. Doch Song-Ji ignoriert ihre Frage und fragt, ob Jin-Has Bruder ein Hunter ist.
Jin Ha bestätigt das, erwähnt aber, dass Jin Woo trotz seines verbesserten Körpers als Hunter immer wieder Verletzungen erleidet. Zurück im Dungeon sagt Song zu Jin Woo, dass es keine gute Idee ist, gegen die Statue zu kämpfen und dass sie einen Weg finden sollten, um zu entkommen. Aber da ist ein hirngeschädigter Mann, der sich weigert, so zu sterben. Er fängt an, seine Kräfte zu verstärken und erwähnt, dass er gerade einen Vertrag mit einer großen Gilde unterzeichnet hat und hier nicht sterben will. Song befiehlt dem Kerl, sich nicht zu bewegen, aber der Kerl rennt weiter und sagt, dass er sich sicher ist, dass er gegen jeden einzelnen Gegner schneller ist. Er rennt auf die Tür zu, aber die riesige Statue schaut ihn an und sein Körper verschwindet. Nur seine Füße bleiben zurück. Alle fangen an, in Panik zu geraten und Jin Woo erwähnt, dass die Statuen alle im Inneren leicht töten könnten. Song bestätigt das, woraufhin Jin Woo sich fragt, warum die Statue sie noch nicht getötet hat. Normalerweise greifen die Monster sie blindlings an, aber die Statue tut das nicht. Dann denkt er über die Gebote nach und fragt Song, was das erste war. Song antwortet, dass man den Gott verehren soll. Mit diesen Worten denkt Jin Woo, dass dieser Dungeon einige besondere Regeln hat. Er schmiedet einen Plan, den Song zunächst zu verhindern versucht. Aber als er den Blick in Jin Woos Augen sieht, ist sich Song sicher, dass er sein Leben noch nicht aufgegeben hat. Voller Mut steht Jin Woo auf und bemerkt, dass die Statue sich zum Angriff bereit macht. Doch plötzlich kniet er sich hin und bemerkt, dass die Statue den Angriff gestoppt hat. Er fordert alle auf, vor der Statue das Haupt zu senken, was alle verwirrt. Song fragt, ob er etwas herausgefunden hat und Jin Woo bestätigt es und erwähnt, dass die Statue nicht angreift, solange ihre Köpfe unter einer bestimmten Höhe sind. Kurz gesagt, das ist es, was das erste Gebot bedeutet. Dann verneigt er sich und Song fragt, ob er sich sicher ist. Jin Woo meint, er sei es und alle folgen seinen Bewegungen. Alle fragen sich, ob sie auf diese Weise wirklich überleben können, aber die Augen der Statue deaktivieren sich. Plötzlich fängt die Statue an zu lächeln und alle erschrecken über ihren Ausdruck. Sie stellen fest, dass die Statue sie nicht angreift und einer der Jungs steht auf und beginnt zu feiern, weil die Statue sie nicht angreift. Die anderen stehen ebenfalls auf und denken, dass sie gerettet sind, aber Jin Woo weiß, dass es noch nicht vorbei ist. Plötzlich erhebt sich die riesige Statue und sie schreien, weil sie dachten, es sei vorbei. Song fragt Jin Woo, was er als nächstes tun soll, aber unser Junge weiß es noch nicht. Die Statue fängt an, nach vorne zu laufen und Jin Woo erwähnt, dass sie die Gebote nicht verletzen dürfen. Dann erklärt er allen das zweite Gebot, den Gott zu preisen. Alle sind verwirrt, was sie tun sollen, aber dann tritt ein anderer Mann vor. Er behauptet, er wisse, wie man Gott lobt, weil er sich mit traditioneller Folklore beschäftigt hat. Kurzum, er kniet nieder und beginnt zu beten. Die Statue fängt an, langsamer zu werden und schaut den Typen an. Doch Jin Woo spürt etwas Seltsames, denn das sind nicht die Worte, mit denen man diesen Gott preist. Die Statue lächelt, während sie ihren Fuß hebt und der Mann weiter betet. Am Ende tritt die Statue auf ihn drauf. Alle geraten in Panik und fangen an zu rennen, aber die Statue tritt weiter auf ein paar andere. Sie fängt an, alle zu verfolgen und einer der Jungs rennt in die Nähe einer Statue. Sein Freund versucht ihn zu warnen, aber die Statue bewegt sich und schneidet ihn in zwei Hälften. Jin Woo nimmt Yuhi mit, um zu rennen, während er darüber nachdenkt, wie sie den Gott preisen können. Sie ist immer noch in Panik und er denkt, dass er sie retten muss. Er schaut sich bei den anderen Statuen um und vergleicht ihre Waffen, bis er bemerkt, dass es einige Statuen mit Musikinstrumenten gibt. Nach kurzem Überlegen schreit er alle an, unter die Statuen zu gehen, die diese Instrumente haben. Song ist sichtlich verwirrt, aber er folgt dem Befehl. Die Statue fängt an, das Instrument zu spielen und Song sagt allen, dass sie dem Rat folgen sollen, da die Statuen sie nicht angreifen werden. Noch mehr Menschen kommen unter die Statuen und sind erleichtert, weil sie verschont wurden. Währenddessen schaffen es Jin Woo und Yuhi, eine Statue zu erreichen, aber sie spielt nicht. Jin Woo begreift schnell, dass die Statue nicht spielt, weil nicht zwei Personen unter derselben Statue sein können. Er befiehlt Yuhi, unter der Statue zu bleiben, während er zur nächsten Statue geht. Sie versucht ihn aufzuhalten, aber er rennt weg, während die riesige Statue ihn verfolgt. Yuhis Statue beginnt daraufhin, das Instrument zu spielen und Jin Woo findet die nächste. Er wird fast von der riesigen Statue getreten, aber er kann ausweichen und rollt auf eine andere Statue zu. Diese Statue hat einen Schild, der ihn ebenfalls töten will. Yuhi fängt an, seinen Namen zu schreien, aber Jin Woo schafft es, tödlichen Schaden zu vermeiden. Langsam krabbelt er zur nächsten Statue, fest entschlossen, nicht aufzugeben. Die riesige Statue läuft immer noch hinter ihm her und bereitet sich darauf vor, auf ihn zu treten. Plötzlich fängt die Statue, zu der Jin Woo gekrochen ist, an zu singen. Die riesige Statue verfehlt ihn nur knapp, aber Jin Woo ist erleichtert, dass er es geschafft hat. Er denkt, das ist die Antwort, um Gott zu loben, und die riesige Statue setzt sich auf ihren Thron. Yuhi läuft auf ihn zu und fragt ihn, ob es ihm gut geht. Jin Woo bestätigt das, aber als er nach unten schaut, merkt er, dass er verloren hat. Sie versucht, ihn mit all ihrer Kraft zu heilen, aber er sagt, dass es ihm gut geht.
Sie weigert sich aufzuhören, aber am Ende verbraucht sie so viel von ihrer Kraft, dass sie anfängt, Blut zu husten. Die Gruppe schaut sich um und denkt, dass das tragisch ist. Doch obwohl Song einen seiner Arme verloren hat, geben ihm einige Mitglieder, die mit Ja gestimmt haben, die Schuld an dieser Situation. Song entschuldigt sich dafür, dass er sie zu einer Entscheidung gezwungen hat und beschließt, die ganze Verantwortung zu übernehmen. Jin-Woo beobachtet die Diskussion und denkt, dass dies nicht der richtige Zeitpunkt ist, um miteinander zu streiten, denn es gibt noch ein letztes Gebot. Plötzlich erhebt sich die Statue und ein Altar erhebt sich in der Mitte des Raumes. Alle sind verwirrt, aber Jin-Woo antwortet, dass das in der Mythologie so üblich ist. Kurz gesagt, die Statue will, dass sie dem Gott ein lebendiges Opfer bringen. Das ist das letzte Gebot, um an Gott zu glauben. Alle sind schockiert, aber einer der Mitglieder, die mit Ja gestimmt haben, verrät, dass er weiß, was das bedeutet. Er ergreift sein Schwert, zeigt auf Song und erwähnt, dass sie ein Opfer brauchen. Er gibt Song die Schuld, weil sein Freund für seine Familie sorgen wollte und dabei in zwei Hälften geschnitten wurde. Und da Song behauptet, er würde die Verantwortung übernehmen, will er, dass Song sich für all die verlorenen Leben opfert. Mit diesen Worten beschließt Song, sein Schicksal als Gruppenführer zu akzeptieren. Er geht auf den Altar zu. Als er sich dem Altar nähert, erscheint eine Flamme. Alle sind verwirrt, aber Song fragt Jin-Woo, was er tun soll. Jin-Woo hingegen ist auch noch verwirrt und denkt, dass sie kein lebendes Opfer brauchen. Er entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten und fragt, ob sie ihn zum Altar bringen können, damit er ihn überprüfen kann. Als die drei in der Nähe des Altars ankommen, erscheinen drei weitere Flammen. Song fragt, ob er etwas herausgefunden hat, aber Jin-Woo weiß es nicht. Er fragt sich, ob jemand kommen wird, um sie zu retten, wenn sie dort warten. Song erklärt, dass die Hunter-Vereinigung wahrscheinlich etwas unternehmen wird, bevor sie kommt, um sie zu retten, da dieser Dungeon schon seit 7 Tagen existiert. Jin-Woo denkt, dass diese riesige Statue in ihre Welt eindringen wird, wenn sie hier versagen. Währenddessen geht Jin-Ah ins Krankenhaus, um ihre Mutter zu besuchen, wie sie es jeden Tag tut. Sie spricht über ihren Tag, die Verspätung ihrer Freundin und ihre Zukunftspläne. Zurück im Dungeon bittet Jin-Woo Yu-Hi und die Top-Anime-Verräter, zum Altar zu kommen. Trotz ihres Zögerns gehen die beiden hinein und lassen zwei weitere Flammen erscheinen. Plötzlich setzt der Altar Elektrizität frei und ein neuer Ring aus blauen Flammen erscheint um ihn herum. Daraufhin öffnet sich die Dungeon-Tür und alle sind beunruhigt, weil es sich um eine Falle handeln könnte. Eine der blauen Flammen verschwindet und die Statuen beginnen zu leuchten und bewegen sich vorwärts. Alle beginnen auszuflippen, während Jin-Woo sich umschaut und eine seltsame Mechanik bemerkt. Er sagt allen, dass sie nicht ihre Augen schließen und die Statuen anschauen sollen, weil sie sich dann nicht mehr bewegen. Kurz gesagt, es handelt sich um ein Spiel, bei dem alle Statuen im Auge behalten werden müssen. Alle befolgen seine Anweisungen und die Statuen bewegen sich nicht mehr. Einige Mitglieder sind jedoch zu ängstlich und fangen an, aus dem Kreis wegzulaufen. Eine der gelben Flammen ist erloschen, aber sie hat es geschafft, den Raum zu verlassen. Die Tür beginnt sich jedoch zu schließen. Song fragt Jin-Woo, ob er weiß, was passiert ist, aber er ist verwirrt. Er denkt über die drei Gebote nach und hält die Tür für eine Falle, weil das letzte Gebot lautet, an Gott zu glauben. Er glaubt, dass die Tür nur dazu da ist, ihnen falsche Hoffnungen zu machen, weil sie Angst haben. Auf diese Weise soll der Glaube an die Statue getestet werden. Aber auch ein anderer gibt dieser Hoffnung nach und wirft Jin-Woo beiseite, bevor er zur Tür rennt. Weitere Leute denken daran zu gehen, aber Jin-Woo erklärt, dass sich die Statuen aufgrund eines blinden Flecks bewegen können, wenn noch jemand geht. Song will eine bessere Erklärung, woraufhin Jin-Woo antwortet, dass sie ihre Augen nicht von den Statuen abwenden können. Er erklärt, dass die blauen Flammen erlöschen und alle fliehen können. Es gibt jedoch Mitglieder, die denken, dass sie eingeschlossen werden, wenn die Flammen erlöschen. Der Mann verrät, dass er nicht erwartet hätte, dass Jin-Woo, der schwächste Hunter, der nützlichste sein würde. Er bedankt sich bei ihm, dass sie überleben konnten, aber der Typ fängt an zu weinen und entschuldigt sich, bevor er wegläuft. Jin-Woo fängt an zu weinen und fragt, warum sie ihn verraten haben. Er weigert sich, aufzugeben und will überleben, indem er sich schnell jede Statue ansieht. Doch Song befiehlt Yu-Hi und Jin-Woo zu fliehen, während er zurückbleibt. Er denkt, dass sich die Tür nicht schließen wird, solange nur eine Person zurückbleibt. Doch Yu-His Beine geben auf. Als Jin-Woo diese Worte hört, sagt er Song, er solle Yu-Hi nehmen und gehen. Song will sich weigern, aber Jin-Woo wird wütend und schreit, dass er keinen Fuß hat und ihr deshalb nicht helfen kann. Sie fängt an, sich zu beschweren, aber Song schlägt sie K.O., weil ihnen die Zeit davonläuft. Song trägt Yu-Hi dann vor die Tür, woraufhin Jin-Woo erleichtert ist, weil er der Einzige ist, der sterben wird. Er bemerkt ein Schwert auf dem Boden und hebt es auf, während die Statuen weitergehen. Er hebt es hoch und verspricht, dass er einen von ihnen zu seinem besten Kumpel in der Hölle machen wird. Die Statuen fangen an, ihn anzugreifen, aber er kann ausweichen. Allerdings greifen sie ihn weiter an, wodurch er einen Arm verliert, gefolgt von mehreren anderen Angriffen. Er schreit vor Schmerz und erwähnt, dass er auch stärker werden wollte, aber er kann es nicht.
Nach mehreren Angriffen ist er kaum noch am Leben, aber er weigert sich aufzugeben. Die Statuen stechen ihn in die Schulter und er erinnert sich an diejenigen, die ihn gerade verraten haben und versucht dies mit ihrer Familie zu rechtfertigen. Das ist alles Egoismus, denn auch er hat eine Familie, zu der er zurückkehren und sich um sie kümmern möchte. Am Ende hebt ihn die Statue in die Luft und wirft ihn in den Altar, während er sich auf den letzten Angriff vorbereitet. Er weint, weil er nicht sterben will und sich eine letzte Chance wünscht. Als die Statue ihn gerade aufschlitzen will, erlischt die letzte blaue Flamme. Eine Systemnachricht erscheint und fragt ihn, ob er ein Spieler werden will. Er sagt ja. In diesem Moment wacht Jinwu in einem Krankenhaus auf und ist schockiert, dass er seinen Arm noch hat. Er erinnert sich daran, wie er zerstückelt wurde und stellt fest, dass er auch sein Bein noch hat. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass er in die Brust gestochen wurde und er fragt sich, ob das alles nur ein Traum war. In diesem Moment taucht ein Mann namens Wu auf und erklärt, dass er der Leiter des Überwachungsteams der Hunter-Vereinigung ist. Der lilafarbene, stachelhaarige Mann heißt Kong, aber sie erklären nicht, warum sie dort sind. Sie verraten nur, dass Jinwoo 3 Tage lang bewusstlos war. Auch Yu-Hee und Song sind beide am Leben. Song hat allerdings seinen Arm verloren und wird sich wohl als Hunter zurückziehen müssen. Yu-Hee wurde schwer traumatisiert und ist in psychiatrischer Behandlung. Es geht ihr nicht besonders gut, deshalb bezweifelt Wu, dass sie weiter als Hunter arbeiten wird. Nur 6 Menschen haben den Doppeldungeon überlebt, den sie an diesem Tag entdeckt haben. Obwohl der Job eines Hunters immer sehr gefährlich ist, kommt es nur selten zu so einem tragischen Ereignis wie an diesem Tag. Und eine Sache ist besonders merkwürdig. Als eine andere Gilde am Tatort eintraf, nachdem sie von den Überlebenden alarmiert worden war, fanden sie nur noch Jinwu vor. Es gab keine Spuren des Tempels oder der Statuen, die die Überlebenden beschrieben hatten. Die ganze Situation ist unfassbar. Würden die Geschichten der Überlebenden nicht alle perfekt zusammenpassen, würde man sie verdächtigen. Das ist aber nicht der Fall und Wu hat eine andere Theorie. Er wendet sich an Jinwu und fragt ihn, ob er ein zweites Erwachen erlebt hat. Wu erklärt, dass die Kraft eines Hunters feststeht, sobald er erwacht ist und sich von da an nicht mehr verändert. In extrem seltenen Fällen kann ein Hunter jedoch ein zweites Mal erwachen. Dieses seltene Ereignis lässt sie ihre bisherigen Grenzen bis zum A- oder sogar S-Rang überschreiten. Jinwu ist ganz aufgeregt, als er das hört und Wu verrät, dass er ein Mana-Meter mitgebracht hat, um Jinwus Kraft zu testen. Wu denkt darüber nach, dass, wenn sie wirklich auf eine magische Bestie gestoßen sind, die sie sofort töten kann, wie die Überlebenden behauptet haben, es unmöglich ist, dass ein niederer Hunter überleben kann. Es wurde keine einzige Spur von Monstern zurückgelassen, was bedeuten muss, dass ein starker Hunter anwesend war. Wu stellt fest, dass die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass Jinwu ein zweites Erwachen erlebt hat. Jinwu will unbedingt die Ergebnisse seines Mana-Tests hören, aber die Ergebnisse sind nicht gut. Wu erklärt, dass sie einen Fehler gemacht haben und sie gehen. Jinwu hat nur eine Punktzahl von 10 erreicht und selbst E-Rang-Hunter bekommt normalerweise mindestens 70 Punkte. Mit einer Punktzahl von 10 ist Jinwu im Grunde ein Zivilist. Leider ist der Dungeon verschwunden und kann nicht mehr erkundet werden, sodass die Erklärung, wie Jinwu es geschafft hat zu überleben, ein Rätsel bleibt. Jinwu ist enttäuscht von dieser ganzen Interaktion, aber er fragt sich, warum die Jungs nicht nach dem Ding gefragt haben, das in der Luft schwebt. Er fragt sich, ob er der Einzige ist, der es sehen kann und stellt fest, dass es ein Touchpanel ist. Jinwu erinnert sich an die Nachricht, dass er ein Spieler werden soll, aber seine Gedanken werden von seiner Schwester unterbrochen. Sie hat sich große Sorgen um ihn gemacht, also entschuldigt er sich und fragt, ob sie das Panel sehen kann. Sie kann es nicht sehen, also fragt er sie, ob sie weiß, wie das Öffnen von Nachrichten in Spielen normalerweise funktioniert. Jin A denkt, dass er verrückt geworden ist, aber Jinwu erinnert sie daran, dass sie früher ständig Spiele gespielt hat. Sie gibt ihm die offensichtliche Antwort, dass er nur seinen Posteingang überprüfen muss. In diesem Moment erscheint eine Benachrichtigung, dass Jinwu eine tägliche Aufgabe erhalten hat, nämlich Krafttraining. Nachdem Jin A gegangen ist, öffnet unser Junge einen ganzen Haufen dieser Panels. Sie verraten, dass dieses System die Entwicklung des Spielers unterstützen soll und dass die Nicht-Einhaltung des Systems eine Strafe nach sich ziehen kann. Es wurden auch Belohnungen verteilt, aber Jinwu hat keine Ahnung, was das alles bedeutet. Er bestätigt seine tägliche Aufgabe und sieht mehrere Ziele, die er erreichen muss. Liegestütze, Sit-Ups, Kniebeugen und Laufen. Wenn er die tägliche Aufgabe nicht erfüllt, bekommt er eine Strafe. Jinwu fragt sich, ob das ein Scherz sein soll, denn er liegt im Krankenhaus und hat keine Energie für so etwas. Draußen berichtet Wu dem Vorsitzenden, dass Jinwu anscheinend kein zweites Erwachen hatte. Der ganze Vorfall wirft noch viele unbeantwortete Fragen auf, deshalb wird er als Sonderfall markiert und weiter untersucht. An anderer Stelle teilt Herr Choi Hai Cha mit, dass sie als Ausbilderin an einem B-Rang-Raid teilnehmen wird. Dieser Einsatz dient als Test und praktisches Training für neue Rekruten und er könnte sich keine bessere Ausbilderin vorstellen. Hai Cha hat Zweifel daran, wie gut sie unterrichten kann, aber Mr. Choi sagt ihr, sie solle einfach wie immer kämpfen, dann würden alle von ihrem Beispiel lernen. Dann erklärt er, dass
dass ihre Hunter-Gilde eine der 5 größten Gilden des Landes ist. Das Problem ist nur, dass sie im internationalen Vergleich nicht besonders gut dastehen. Hunter können ihren Rang nicht individuell erhöhen, aber ihre kollektiven Kampffähigkeiten können verfeinert werden. Anderswo öffnet sich ein weiteres Gate und die Zuschauer wünschen sich, dass Hunter so schnell wie möglich auftauchen. Im Krankenhaus schläft Jinwoo fest, als die Uhr Mitternacht schlägt. Eine Benachrichtigung verrät ihm, dass er seine Aufgabe nicht erfüllt hat und der Boden beginnt zu beben. Jinwoo findet sich schockiert in einer Wüste wieder und wird von einem riesigen Tausendfüßler erschreckt. Eine weitere Benachrichtigung verrät ihm, dass er eine Strafaufgabe erhalten hat, bei der es darum geht, 4 Stunden zu überleben. Zurück im Krankenhaus sehen einige Krankenschwestern, dass Jinwoo nirgends zu finden ist. Das liegt daran, dass unser Junge in einer anderen Dimension ist und um sein Leben rennt. Der riesige Tausendfüßler kommt ihm immer näher und er ist schockiert, als er sieht, dass es mehr als einen von ihnen gibt. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, hat Jinwoo noch 2 Stunden Zeit. Im Krankenhaus suchen die Krankenschwestern weiter nach ihm. Wie bei Jinwoo bleibt auch ihm nicht mehr viel Zeit, aber er ist durch das viele Laufen am Ende seiner Kräfte. Der Tausendfüßler ist kurz davor, ihn zu erwischen, aber die Zeit ist um und Jinwoo findet sich im Krankenhaus wieder. Eine Benachrichtigung zeigt an, dass er die Strafaufgabe erfolgreich abgeschlossen hat, aber Jinwoo kotzt nur und wird ohnmächtig. Er erhält eine weitere Belohnung, aber unser Junge ist bewusstlos. Einige Zeit später erzählt Jinwoo seiner Schwester, dass es ihm gut geht und er vielleicht bald nach Hause gehen kann. Aber erst einmal zieht er sich seinen besten Trainingsanzug an und geht nach draußen. An anderer Stelle erhält Yoo-hee eine Anfrage, ob sie an einem Raid teilnehmen möchte, da ein D-Rang-Dungeon aufgetaucht ist. Die anderen Gilden sind nicht verfügbar, aber Yoo-hee kann sich nicht dazu durchringen, mitzumachen. Doch dann erhält Yoo-hee eine gute Nachricht. Jinwoo ist aus seinem Koma erwacht. Nervös geht Yoo-hee zu ihm, aber einige Krankenschwestern weisen sie darauf hin, dass er wieder rennt, so wie jeden Tag seit dem Aufwachen. Jinwoo denkt darüber nach, dass es 4 Tage her ist, seit er wieder bei Bewusstsein ist und er hat ein paar Dinge gelernt. Erstens hat er keine Halluzinationen von den Pop-Up-Fenstern. Wenn er die tägliche Aufgabe erfüllt, bekommt er 3 Arten von Belohnungen. Eine davon ist volle Genesung, die er jetzt nutzt, um seine Erschöpfung vom Laufen loszuwerden. Die nächste sind Fähigkeitspunkte. Er kann die Punkte auf jede beliebige Fähigkeit verteilen. Der Unterschied ist deutlich spürbar, denn er kann buchstäblich sagen, dass er jetzt mehr Kraft hat. Außerdem hat er auch Fertigkeits- und Inventarbildschirme. Jinwoo nimmt sich einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken, wie seltsam sein Leben gerade geworden ist und stellt fest, dass es einem Spiel ähnelt. Er hat gar nicht bemerkt, dass alle um ihn herum ihn angestarrt haben, während er an seinen Bildschirmen herumspielte. Jinwoos letzte tägliche Questbelohnung ist eine zufällige Beutekiste. Die heutige zufällige Beute ist ein geheimnisvoller Schlüssel. Bisher hat er nur nutzloses Zeug wie Stifte und Verbandszeug bekommen, also ist dieser Schlüssel eine ziemliche Überraschung. Eine Benachrichtigung verrät, dass der Schlüssel zum Teleportieren in einen Instant Dungeon dient und gibt den Ort an. Jinwoo hat keine Ahnung, was ein Instant Dungeon ist, aber nach dem, was bisher passiert ist, nimmt er an, dass es sich um ein Ereignis handelt, das ihm hilft, stärker zu werden. In dieser Welt ist es üblich, dass sich Gates öffnen. Deshalb gibt es sogar einen Gate-Bericht in den Nachrichten, der über alle kürzlich geöffneten Gates informiert. Jinwoo besucht seine Mutter und erinnert sich an die Zeit, als er sie bewusstlos vorfand. Es wurde herausgefunden, dass sie an einer inneren Schlafkrankheit leidet, die auch als letzte Ruhe bekannt ist. Es ist eine Krankheit, die mit dem Erscheinen der Gates auftrat und es gibt Theorien, dass sie durch den ständigen Kontakt mit Mana verursacht wird. Das Beste, was die moderne Medizin für die Betroffenen tun kann, sind lebenserhaltende Maßnahmen. Jinwoo arbeitet hart, um Geld zu sparen und qualifizierte sich schließlich als Hunter. Er teilte Jin A mit, dass er sich die Behandlung ihrer Mutter bald leisten könnte, aber sie machte sich Sorgen, wie gefährlich der Beruf des Hunters ist. Jinwoo versicherte ihr, dass von nun an alles in Ordnung sein würde und sagte ihr, sie solle alles ihm überlassen. Es stellte sich jedoch bald heraus, dass Jinwoo im Kampf nutzlos war und deshalb nie einen Anteil an der Belohnung bekommen würde. Das ist jetzt anders, denn Jinwoo arbeitet hart daran, seinen Körper zu trainieren. Er steckt all seine Fähigkeitspunkte in Stärke und zeigt seine Fortschritte, indem er einem Apfel zeigt, wer der Boss ist. Jinwoo ist entschlossen, stärker zu werden und macht sich auf den Weg zu dem Ort, der in der Schlüsselbenachrichtigung genannt wird. Jinwoo hat alles, was er braucht, dabei und beschließt, dass er einfach weglaufen wird, wenn es so gefährlich wird wie beim letzten Dungeon. Als Jinwoo seinen Schlüssel herauszieht, erscheint wie aus dem Nichts ein Schlüsselloch. Er benutzt den Schlüssel, um es aufzuschließen und ein geheimnisvolles Gate erscheint. Nachdem er es durchschritten hat, zeigt eine Meldung an, dass er den Instant Dungeon betreten hat. Der Ausgang ist hinter ihm versiegelt, aber normale Menschen bemerken das nicht einmal. Ihm wird klar, dass er sich in einer anderen Dimension befindet und dass Instant Dungeons nicht wie normale Dungeons sind. Er vermutet, dass es sich eher um ein rotes Gate handelt, aber er weiß nicht viel darüber, da er noch nie in einem gewesen ist.
Jin Woo wird klar, dass er nicht einfach so weglaufen kann, wie er es geplant hatte, und eine weitere Meldung erscheint. Sie verrät ihm, dass er den Dungeon nur verlassen kann, wenn er den Boss besiegt oder einen Teleportationsstein benutzt. Jin Woo denkt darüber nach, dass er vorher nicht mal ein E-Rang-Monster besiegen konnte. Und jetzt muss er einen ganzen Dungeon alleine clearen. Er fragt sich, ob er das wirklich schaffen kann, aber er stellt fest, dass er keine andere Wahl hat. Während er sich seinen Weg bahnt, verliert Jin Woo schnell das Vertrauen. Und das aus gutem Grund, denn ein paar Kobolde tauchen vor ihm auf. Jin Woo bekommt ein Flashback von der Zeit, als er niedergestochen wurde und die Kobolde greifen ihn an. Diese kleinen Monster sind unerbittlich und greifen wild an, aber Jin Woo kann ihnen gut ausweichen und sie abwehren. Jin Woo wird schließlich überwältigt, aber er wird wütend und sticht einen der Kobolde nieder. Nachdem er einen der Kobolde besiegt hat, wird Jin Woo immer selbstbewusster und vernichtet schließlich auch die beiden anderen. Jin Woo merkt deutlich, dass er stärker geworden ist, aber dann taucht schockierenderweise ein weiteres Monster auf. Dieses Ding zerschmettert sofort seinen Dolch und Jin Woo spürt, dass dieses Monster viel stärker ist als die Kobolde. Als dieses Ding unseren Jungen niederstarrt, merkt Jin Woo, dass sich seine Beine nicht bewegen. Er fragt sich, ob er Angst hat und ist verwirrt, denn er dachte nicht, dass er durch den Überfall traumatisiert sei. Jin Woos Beine zittern weiter und das Monster beginnt mit seinem Angriff. Er schafft es in allerletzter Sekunde auszuweichen, aber das Ding schafft es, ihn einem Kratzer zu verpassen. Jin Woo hat diesmal keinen Heiler dabei. Wenn er also verletzt wird, ist er erledigt. Das Monster heult, als es Blut riecht und stürzt sich direkt auf Jin Woo. Um das Schlimmste zu verhindern, gelingt es Jin Woo zu springen, um nicht von dem Schlag getroffen zu werden. Nachdem er sich beim Ausweichen in der Luft überschlagen hat, merkt er, wie leicht sein Körper geworden ist. Trotzdem gibt der Lykaner nicht auf und bereitet sich darauf vor, erneut anzugreifen. Jin Woo, der es leid ist, Schläge einzustecken, ohne sich zu revanchieren, antwortet auf den Angriff des Lykaners mit einem heftigen Schlag. Der Schlag ist so stark, dass der Protagonist endlich den Unterschied spürt, nachdem er so viele Punkte in seine Eigenschaften investiert hat. Doch selbst dieser Zuwachs an Stärke reicht nicht aus, um den Feind im Nahkampf zu besiegen. Außerdem hat Jin Woo keine Gruppe, mit der er zusammenarbeiten kann, also ist er alleine gegen den Gegner. Des Weiteren hat Jin Woo nur Essen und Wasser in seinem Rucksack und beklagt, dass er keine magische Waffe hat, um sich zu verteidigen. Doch in diesem Moment erinnert er sich an seinen letzten Dungeon Raid und zieht sein magisches Schwert aus dem Inventar, um den Lykaner zu bekämpfen und aufzuleveln. Jin Woo erinnert sich daran, dass er Kim das Schwert abgenommen hat, als er aus dem Statuenverlies floh und dass er 300.000 dafür bezahlt hat. Als nächstes nähern sich zwei weitere Lykaner, aber Jin Woo hat wegen seiner neuen Waffe keine Angst mehr vor ihnen. Das Problem ist, dass sie mit dem letzten Schlag im Boden stecken geblieben ist, was den Protagonisten in Panik versetzt. Die Lykaner nutzen den Vorteil und greifen an, aber Jin Woo schafft es, das Schwert aus dem Boden zu ziehen und zuzuschlagen. Ein Gegner hält das Schwert mit seinen stählernden Reißzähnen fest, aber Jin Woo tritt das Monster und schafft es dann, den Schnitt mit seiner Waffe zu machen und einen weiteren Gegner zu vernichten. Trotz der Schwierigkeiten erinnert sich Jin Woo an die riesigen Statuen, die ihn gnadenlos zerrissen haben und findet zumindest Trost darin, dass er sich keine Herausforderung dieser Größenordnung stellen muss. Jin Woo ist jetzt in der Lage, gegen den Lykaner zu kämpfen. Trotzdem scheint auch der Lykaner kurz über die Gefahr nachzudenken, in der er sich befindet und beschließt, wegzulaufen, um nicht vernichtet zu werden. Jin Woo hat also etwas Zeit, sich hinzusetzen und bei der Analyse seines Inventars stellt er fest, dass er aufgelevelt ist und seine Wunden geheilt wurden. Außerdem hat er für jedes Attribut einen Punkt erhalten. Da die täglichen Missionen nur einen Punkt bringen, beschließt er, sich auf diese Kämpfe zu konzentrieren, um sich weiterzuentwickeln. Er überlegt auch, ob er Punkte in andere Attribute wie Intelligenz oder Geschicklichkeit stecken soll, kommt aber zu dem Schluss, dass es sinnvoller ist, sich weiter auf Stärke zu konzentrieren, denn auch mit nur 32 Punkten in diesem Attribut fühlt er sich schon viel leichter. Er ist sich zwar nicht sicher, aber er nimmt an, dass er umso mehr Punkte bekommt, je höher seine Grundattribute steigen. Das gibt ihm Hoffnung, dass er eines Tages wirklich sehr stark sein wird. Dann sucht er nach Essenzsteinen in der Beute, aber er findet keinen solchen Gegenstand. Immerhin entdeckt er, dass es im Inventar einen Shop gibt, obwohl Neulinge keine Gegenstände kaufen können. Also verkauft er einen Lykanerzahn, den er in der Beute gefunden hat, und bekommt dafür 20 Goldmünzen. Jin Woo weiß, dass er den Dungeon clearen und verlassen muss, bevor ihm das Essen ausgeht. Aber er ist sich nicht sicher, ob er einen Endgegner alleine besiegen kann, auch wenn es ein Dungeon der Stufe E ist. Er könnte den Teleportationsstein finden, aber er hat keine Ahnung, wo er suchen soll. Deshalb ist es die beste Idee, in diesem Dungeon so lange zu leveln, bis er dem Boss gegenübertreten kann. Dutzende von Lykanern nähern sich dem Jungen und greifen ihn an. Aber selbst im Angesicht so vieler Feinde verspürt er keine Angst, denn er hat schon einmal seinen eigenen Tod erlebt. Deshalb lässt er sich auf den Kampf ein und schafft es, einige Kreaturen loszuwerden. Er weiß, dass es zwar nicht einfach wird, den Boss zu besiegen, aber er wird es tun. Er hat keine Angst vor dem Kampf.
es ist auch nicht einfach, mit so vielen Lykanern in einer Gruppe fertig zu werden. Deshalb gilt es immer, vorsichtig zu sein. In diesem Moment erinnert er sich daran, wie er sich in normalen Jobs abmühte, bis er die Nachricht erhielt, dass er sich als Hunter qualifizierte. Er hoffte damit, die Behandlung seiner Mutter bezahlen zu können. Aber dann erinnerte er sich an den Moment, als er von den Riesenstatuen getötet wurde. Mit diesen Erinnerungen im Hinterkopf verspricht Jinwoo, mit aller Kraft zu kämpfen und rückt gegen die Gegner vor. Er tötet so viele Lykaner, dass er nicht nur mehrfach aufsteigt, sondern sich auch den Titel Wolfstöter verdient. Währenddessen bemerken einige Fußgänger in der Stadt, dass ein Gate gefährlich wird und fragen sich, wann die Hunter-Vereinigung etwas dagegen unternehmen wird, da die Gefahr eines Einbruchs besteht. Zurück am Bahnhof stellt Jinwoo fest, dass sein Schwert durch den übermäßigen Gebrauch rissig geworden ist und fragt sich, ob es Zeit ist zu gehen. In der Zwischenzeit erklärt ihm sein Hologramm, dass Spieler, die den Titel Wolfstöter erlangen, einen Bonus von 40% auf alle Attribute gegen Tiere erhalten. Außerdem sieht er, dass er 34 Wolfszähne, 2 abgenutzte Dolche und einen Umhang des Reisenden erhalten hat. Als letztes und wichtiges stellt er fest, dass er den Teleportationsstein erhalten hat. Der Erwerb dieses Gegenstands lässt ihn wieder zweifeln, ob er gehen soll oder nicht. Aber Jinwoo hat Angst, dass er keine Gelegenheit mehr hat, so schnell XP zu sammeln. Jinwoo selbst sagt, er fühle sich, als würde er in Buddhas Hand tanzen, wenn er an all das denkt, was er erlebt, ohne eine Ahnung zu haben, wie er dorthin gekommen ist. Währenddessen erhält Yuhee einen weiteren Anruf von der Hunter-Vereinigung, in dem ihr mitgeteilt wird, dass das Gate, das sie verteidigen sollte, einem Dungeon-Durchbruch zum Opfer gefallen ist. Sie hat ein schlechtes Gewissen, weil sie den Anruf abgelehnt hat und erinnert sich an Jinwoos Entschlossenheit, selbst in der schwierigen Situation, in der er sich befand, und beschließt, ein für alle Mal zu helfen. Der Vereinigung fehlten in dieser Schlacht Heiler und die Stadt war in großer Gefahr. Jinwoo entwickelt sich unaufhörlich weiter, bis er durch die stundenlange Erfahrung merkt, dass Gegner mit weißem Namen schwächer sind als er, während Orangefarbene auf seinem Niveau sind und Rote mächtiger sind. Er hat sich so sehr weiterentwickelt, dass sogar die Lykaner jetzt weiße Namen haben, statt der Orangenen, die sie bei seiner Ankunft hatten. Doch obwohl er sich so sehr weiterentwickelt hat, hat Jinwoo das Gefühl, dass er den Boss unten an der Treppe nicht besiegen kann. Vielleicht liegt das an seiner geschärften Wahrnehmung, dass das Gefühl, keine Chance zu haben, immer stärker wird. Doch auch wenn ihm dieses Monster Angst macht, hat er bereits Stufe 15 erreicht und wird in diesem Dungeon wahrscheinlich nicht mehr aufsteigen können. Außerdem bekommt das Schwert immer mehr Risse, also wäre es besser, wenn er es nicht mehr leichtsinnig einsetzt und direkt dorthin geht, wo es wirklich wichtig ist. Deshalb steigt er die lange Treppe des Bahnhofs hinunter, bis er die unterste Etage erreicht. Und sobald er sie betritt, taucht eine riesige, schnelle Kreatur auf dem Wasser auf, wirft Jinwoo gegen die Wand und zerbricht sein Schwert. Der Junge erhebt sich und sieht, dass er vor dem Sumpfkönig steht, dem blauen Kasaka mit den giftigen Reißzähnen. Obwohl Jinwoo sich sehr weiterentwickelt hat, ist der Boss immer noch orange und schon beim Anblick der Kreatur wird ihm klar, dass er diese Schuppen nicht nur mit dem Schwert durchbohren kann. Die Strategie ist also, die schweren Angriffe der Schlange auszuhalten, bis er eine Schwachstelle entdeckt. Das Problem ist nur, dass er bis dahin überleben muss. Und so wie die Dinge in diesem Kampf laufen, wird ihm das vielleicht nicht gelingen. Nach mehreren starken Angriffen hintereinander wirft die Riesenschlange einen ganzen Zugwaggon auf den Protagonisten. Und bei dieser Machtdemonstration fühlt er sich klein, obwohl er so viele Punkte in Stärke investiert hat. Schließlich fragt er sich, wie viele Punkte er noch in dieses Attribut investieren muss, um nicht mehr als Witzfigur zu gelten. Apropos, erinnert sich an die Zeit, als man ihn den schwächsten Hunter der Menschheit nannte. In einer alten Erinnerung ermutigt ein Mann Jinwoo, sich nicht diesem Spitznamen zu scheren und sich darauf zu konzentrieren, allen zu beweisen, dass er nicht das ist, was man von ihm sagt. Sein ganzes Leben lang wurde er verspottet und er schämt sich dafür. Wenn du hingegen schwach bist, bist du auf die Hilfe anderer angewiesen und wirst zu einer Last für dein Team. Die Gesellschaft schaut auf dich herab und selbst wenn du intelligent, einfühlsam oder kreativ bist, wird all das im Angesicht der Starken unsichtbar. Am Ende gewinnt man mit Empathie keine Schlachten und deshalb war Jinwoo so entschlossen, der Stärkste von allen zu werden und zu beweisen, dass er etwas bewirken kann. Also versucht er, die Schuppen der Schlange zu erklimmen, auch ohne die Überzeugung, dass er dadurch etwas gewinnen würde, aber er wird schnell wieder hinausgeworfen. Doch als er sich wieder erhebt, umgibt ihn eine blaue Aura und er weiß, dass dieser Feind vor ihm nichts ist im Vergleich zu dem Schrecken, den er mit den Statuen erlebt hat. Diese Erkenntnis gibt ihm die nötige Entschlossenheit, um weiterzukämpfen, diesmal aber mit mehr Selbstvertrauen. Nachdem er auf die Spitze der Schlange geklettert ist, schafft er es, auf ihren Nacken zu springen und mit dem Segen seiner zahlreichen Kraftpunkte beginnt er, die Schuppen des blauen Kasakas mit seinen bloßen Händen zu zerquetschen. Die Schlange versucht auf jede erdenkliche Weise, dem Gegner zu entkommen, aber Jinwoos Kraft ist so stark, dass er nicht einmal aufstehen kann. Sein Griff um die Schlange ist so stark, dass der Kopf der Kreatur abgetrennt wird. Erschöpft sieht Jinwoo, wie sein eigenes Blut durch die absurde Anstrengung durch seinen Körper fließt, während das gigantische Monster tot vor ihm liegt und sein virtuelles Menü anzeigt, dass er mehrfach aufgelevelt hat.
Außerdem wird er mit einem aus Kasaka-Gift hergestellten Dolch belohnt. Er richtet nicht nur doppelt so viel Schaden an wie Kims Schwert, sondern hat auch noch Lähmungs- und einen Drainage-Bonus. Andererseits hatte Jinwu Angst davor, eine geplünderte Giftdrüse zu benutzen, weil dieser Gegenstand zwar die Haut des Benutzers abhärtet, aber auf Kosten der Muskeln, die von Kasakas Gift betroffen sind. Also lässt er diesen Gegenstand erstmal beiseite, während er die Benachrichtigung erhält, dass der Dungeon erfolgreich geklärt ist. Als alles wieder in Ordnung ist, verlässt Jinwu den Bahnhof und trifft auf einen Soldaten, der ihn warnt, dass der Junge doch nicht dort sein sollte. Er müsste doch wissen, was in den letzten Nachrichten gesagt wurde. Doch kurz nach dieser Aussage bemerkt der Soldat das Schwert in der Hand des Jungen und entdeckt, dass er ein Hunter ist. Aus diesem Grund entschuldigt er sich für alles, was er gesagt hat und bringt Jinwu direkt in die laufende Schlacht. Währenddessen sie auf dem Weg sind, sieht der Protagonist die Trümmer eines Dungeons auf dem Weg einbrechen und der Soldat warnt, dass fast alles unter Kontrolle ist, aber die gefährlichste Kreatur noch fehlt. Durch seine Wahrnehmung spürt Jinwu, dass dieses Monster durch ein blaues Licht, das in einem anderen Teil der Stadt scheint, in der Nähe ist. Auf der anderen Seite der Gebäude terrorisiert ein riesiger Golem die Stadt, während die normalen Bürger in sicherer Entfernung kontrolliert werden und die Hunter an vorderster Front gegen den Eindringling vorgehen. Der Kommandeur der Hunter weist die Heiler an, alles zu tun, um den Tank am Leben zu halten, aber die Damage-Dealer der Gruppe schaffen es einfach nicht, das Monster ausreichend zu treffen, weil sie Hunter brauchen, die Magie einsetzen. Jinwu bemerkt sofort, dass diese Gruppe in aller Eile zusammengestellt wurde, sodass sie keine Synergie miteinander haben. Außerdem sind es 6 Hunter vom Rang E und 2 vom Rang D, also sind sie zu schwach für eine solche Bedrohung. Trotzdem sieht er in der Mitte des Schlachtfeldes eine Heilerin vom Rang B. Es war Yuhi, die von der anderen Heilerin im Team dazu gedrängt wurde, etwas Nützliches zu tun, da sie von der Angst gelähmt war. Sie versucht, einen Heilzauber zu sprechen, aber das Bild der bösen Statue dringt in den Kopf des Mädchens ein und schüttelt sie gegen die Wand. Jinwu beobachtet die Schwierigkeiten seiner Freundin und verurteilt sie nicht, denn er hat nicht nur das gleiche Trauma erlebt, sondern war auch einmal so wie sie, von Angst zerfressen und unfähig zu reagieren. Aber jetzt ist er es nicht mehr. Im Angesicht dieser Kreatur weiß Jinwu, dass sie genau wie die Riesenschlange am Bahnhof den Rang D hat und er somit eine Chance hat, im Kampf zu helfen. Deshalb wirft er sein Schwert, um die Hunter zu unterstützen und durchbricht die Verteidigung des Feindes, um ihn verwundbar zu machen. So greift der Rest der Gruppe an und fügt dem Gegner echten Schaden zu, bis sie den Golem zerstören. Der Tank des Teams ist erstaunt über die Macht desjenigen, der das magische Schwert geworfen hat. Wenn man bedenkt, dass eine Gruppe von 10 Huntern so große Schwierigkeiten hatte, diesem Feind gegenüberzutreten, selbst in so großer Zahl. Auf der Suche nach dem Urheber des magischen Schlags fragt der Tank einen Soldaten, wer das Schwert mitten im Kampf geworfen hat. Der Soldat schaut zurück und versucht, den Kerl zu finden, aber Jinwu ist schon weit weg. Der Tank fragt sich, auf welchem Level dieser Hunter sein muss, um so etwas tun zu können, während Juhi zu wissen scheint, dass es ihr Freund war, der diese Wende im Kampf herbeigeführt hat. Jinwu selbst scheint viel reifer zu sein und sich seiner Fähigkeiten bewusst zu sein, aber er hat sich nicht vorstellen können, dass ein einziger Schlag all das bewirken könnte. Also glaubt er, dass der Golem schon ziemlich geschwächt war, als er ankam. Der Kampf ist endlich vorbei und Juhi fragt sich, ob Jinwu derjenige war, der ihr geholfen hat. Es vergeht einige Zeit und wir sehen, dass die Krankenschwestern im Krankenhaus über den E-Rang-Jäger Jinwu tuscheln. Sie reden darüber, dass sein Gesicht ziemlich durchschnittlich ist, aber er ist ziemlich ripped. In Jinwus Zimmer sehen wir, dass unser Junge hart arbeitet und sein tägliches Trainingsprogramm absolviert. Die durstigen Krankenschwestern hören nicht auf, über ihn zu reden und können nicht glauben, dass er sich so schnell verändert hat. Eine arme Krankenschwester wird Opfer von Jinwus Rausch, als sie ihn nach dem Training besucht und nicht aufhören kann, seinen durchtrainierten Körper anzustarren. Heute ist der Tag, an dem Jinwu das Krankenhaus verlassen darf, also fragt die verzweifelte Krankenschwester nach seiner Nummer. Jinwu hat sich noch nicht an die Auswirkungen seines neuen Riss gewöhnt und nimmt an, dass die offensichtlich durstige Krankenschwester ihm nur die Testergebnisse schicken will, nachdem er entlassen wurde. In den Nachrichten gibt es ein Wiedersehen mit dem S-Rang-Hunter von der Riesenameisenattacke. Sein Name ist Beck und er gibt allen einen Einblick in das Leben eines Spitzenhunters. Er ist einer von nur 7 S-Rang-Huntern im ganzen Land und erklärt, dass er jeden Tag viel trainieren muss, wenn er in den Dungeons unterwegs ist. Wenn er auch nur den kleinsten Fehler macht, könnten seine Kameraden verletzt werden, also muss er immer auf der Hut sein. Jin A bemerkt, dass Jinwu jetzt völlig durchtrainiert ist und sogar noch größer geworden ist. Jinwu erinnert seine geistesabwesende Schwester daran, einen Regenschirm mit in die Schule zu nehmen und schickt sie los. Als er allein ist, beschließt Jinwu, dass er später einfach weiterlaufen kann und fragt sich, ob seine neu entwickelten Muskeln auf seine
gestiegenen Werte zurückzuführen sind. Er stellt fest, dass er ein riesiger Bodybuilder werden könnte, wenn er in diesem Tempo weitermacht. Jinwoo denkt darüber nach, wo er die Werte, die er gerade erhalten hat, einordnen soll, und wir sehen, dass er jetzt Level 18 ist. Stärke erhöht den Schaden, den er anrichtet, aber er erkennt, dass es sinnlos ist, wenn er keinen Treffer landen kann. Neben Vitalität, Wahrnehmung und Beweglichkeit hat er auch einen Wert namens Intelligenz. Er stellt fest, dass dies etwas mit Magie zu tun haben muss, und er fragt sich, ob er es wirklich überhaupt braucht. Er trifft seine Entscheidung und steckt all seine Punkte in Stärke, Beweglichkeit und Wahrnehmung. In diesem Moment bekommt Jinwoo einen Anruf von seinem Vermieter, der ihm mitteilt, dass er die Miete für den letzten Monat nicht bezahlt hat. Zum Glück für unseren Jungen ist er viel stärker geworden und kann jetzt Kobolde relativ leicht besiegen. Das macht das Geldverdienen einfacher, aber es gibt ein Problem. Um gutes Geld zu verdienen, muss er höherstufige Gates betreten, aber niemand wird einen E-Rang-Hunter dort hineinlassen. Jinwoo erwägt, seinen Rang neu bewerten zu lassen, aber das ist zu riskant. Nicht nur, dass ein Wiedererwachen extrem selten ist, es hat auch noch nie einen Hunter gegeben, der so wie er aufsteigen und immer stärker werden konnte. Jinwoo beschließt, seine Kräfte zu verstecken, zumindest bis er sich verteidigen kann und mehr über seine Fähigkeiten erfährt. In diesem Moment wird Jinwoo von einem Jobangebot geschockt und rennt los. Er absolviert sein tägliches Training, um eine Belohnung zu erhalten, und trifft sich mit einem Hunter namens Hoon. Hoon entschuldigt sich für seine Leute, die Jinwoo als den schwächsten Hunter aller Zeiten bezeichnen, aber Jinwoo lügt und sagt, dass sie sich nicht irren. Hoon erklärt, dass sie in einen Dungeon des Rangs C gehen, aber sie brauchen mindestens 8 Leute, um hineinzukommen. Sie brauchen Jinwoo, um dieses Minimum zu erreichen, auch wenn er nur einen E-Rang hat. Jinwoo wird allerdings nicht kämpfen, also erklärt Hoon, dass er auch keine Belohnung bekommen wird. Sie werden ihm jedoch 2 Millionen Yuan geben. Unser Junge analysiert die Jungs und stellt fest, dass es 4 C-Ränge und 2 unter D-Ränge gibt. Jinwoo willigt ein und Hoon erklärt ihm, dass seine Aufgabe darin besteht, Vorräte zu transportieren. Da sie medizinische Vorräte transportieren müssen, dürfen sie keinen Heiler haben, und Hoon erklärt, dass es für unabhängige Parteien schwer ist, Heiler zu halten. Eine Gruppe, die nur aus Tanks und Schadensverursachern besteht, beunruhigt Jinwoo, aber er beschließt, den Vertrag trotzdem zu unterschreiben. Ein 20-jähriger D-Rang namens Yo stellt sich vor, und Jinwoo stellt aufgrund seiner Ausrüstung fest, dass der Junge aus einer reichen Familie stammen muss. Yo erklärt Jinwoo, ihn zu beschützen, aber unser Junge lässt weiterhin alle denken, dass er schwach ist. Yo scheint nicht zu begreifen, dass Jinwoo ein absolutes Ripped-Monster ist, und fragt sich, ob er es schaffen wird, all die schweren Vorräte zu tragen. Jinwoo sagt, dass es ihm gut gehen wird, und der Junge fängt an, von dem Präsidenten zu schwärmen, der diese Baustelle beaufsichtigt hat. Er floh nach Übersee, während er 900 Milliarden Yuan veruntreute und alle schockiert zurückließ. Sie kommen alle in diesem seltsamen großen Gate an und fragen sich, ob es sich wirklich nur um einen Dungeon der Stufe C handelt. Yo fragt sich, ob hier wirklich alles mit rechten Dingen zugeht, und Jinwoo erklärt, dass die Größe des Gates keine große Rolle spielt. Der Grad der magischen Kraft, die aus dem Inneren kommt, ist der eigentliche Indikator, und das ist es, was die Hunter-Vereinigung misst, um einen Rang zu vergeben. Alles, was über einen B-Rang hinausgeht, wird von größeren Gilden erledigt, also sollte dieser C-Rang nicht allzu schwierig sein. Jinwoo weiß das alles, weil er schon eine Weile Hunter ist, aber er denkt darüber nach, dass er noch nie einen Dungeon des Rangs Cs angegangen ist. Sie betreten das Gate und benutzen das Licht, um zu sehen, aber sie sind schockiert, dass es keine magischen Bestien darin gibt. Die meisten Dungeons sind mit Leuchtsteinen bedeckt, aber dieser hier ist stockdunkel. Diese Dunkelheit erinnert Jinwoo an den Tempeleingang und erklärt Yo über alle Arten von Steinen auf. Es gibt Essenzsteine, die Hunter von magischen Bestien bergen, Mana-Steine, die in Dungeon abgebaut werden können, und Leuchtsteine, die die Höhle erhellen. Dann bringt Jinwoo den redseligen Jungen zum Schweigen und verrät ihm, dass es in diesem Dungeon magische Bestien gibt, die sich nur noch nicht gezeigt haben. Unser genialer Protagonist denkt über die Monster nach, die in großer Zahl in der Dunkelheit lauern und vom Licht angezogen werden. Ihm wird klar, dass es sich um insektenartige Monster handeln muss, und er verkündet es allen. Alle geraten in Panik, als sie feststellen, dass sie sich in einem Insektennest befinden und die Monster sich nähern hören können. Jinwoo erklärt, dass die Biester über ihnen sind und alle beginnen anzugreifen. Hoon setzt seine Spottfähigkeit ein, um den Großteil der Aggression auszuschalten, und Jinwoo staunt über ihren Anführer mit dem Rang C. Yo will sich einmischen, aber der Magier hält ihn auf, weil er etwas ausgeheckt hat. Sein Countdown endet und der Magier entfesselt eine mächtige Explosion. Jinwoo analysiert noch einmal die Situation und stellt fest, dass diese Hunter gut zusammenarbeiten. Was Yo betrifft, macht seine Ausrüstung seinen Mangel an Fähigkeiten wett. Sie scheinen sich alle gut zu schlagen, aber Jinwoo wird das Gefühl nicht los, dass etwas nicht stimmt. Mit Leichtigkeit vernichtet er heimlich eine der Ameisen und der Kampf endet kurz darauf. Hoon erklärt ihren Sieg und alle bekommen ihren Anteil an der Beute, außer Jinwoo. Hoon gibt zu, dass Jinwoo ihnen eine Menge Ärger erspart hat, indem er die Ameisen aufgespürt hat, und Jinwoo erklärt, dass er nur seinem Instinkt gefolgt ist.
Hun fällt auf, dass viele der Ameisen von etwas angegriffen worden zu sein scheinen, das weder ein Schwert noch Magie benutzt hat. Hun glaubt, dass es ein anderes magisches Tier gewesen sein könnte, aber das würde bedeuten, dass es in diesem Dungeon etwas Stärkeres als diese Ameisen gibt. Einige der Ameisen sahen aus, als wären sie in Stücke gerissen worden, und Hun fragt sich, was groß genug sein könnte, um diese Ameisen zu fressen. Jo erklärt, dass sein Vater ihm einen Haufen Ausrüstung für seinen ersten Raid gekauft hat, und Jinwoo ist froh, das zu hören. Er weiß noch nicht genau warum, aber er sagt Jo, dass sie sehr vorsichtig sein müssen. An anderer Stelle wird ein Trainierender durch ein lautes Geräusch der Zerstörung aufgeschreckt. Man sagt ihm, er solle sich beruhigen, denn das sei nichts Ungewöhnliches. Es ist nur ihr Gildenmeister, der trainiert, und wir sehen, dass es Beck ist. Dieser Kerl ist wahnsinnig stark, und der Junge ist schockiert, als er sieht, dass er einen riesigen Stein mit nur einem Schlag durchschlagen kann. Beck ist jedoch völlig unbeeindruckt und erklärt, dass es nicht einmal zum Aufwärmen gereicht hat. Im Dungeon macht sich Jo wieder Sorgen, weil Jinwoo alles trägt. Jinwoo erklärt, dass es ihm nichts ausmacht, da er dafür bezahlt wird, nicht zu kämpfen. Jinwoo denkt jedoch bei sich und fragt sich, ob das nicht ein zu gutes Geschäft ist. Er überlegt weiter und denkt darüber nach, dass diese Gruppe eine kampferprobte Gruppe ohne einen Heiler ist. Außerdem brauchten sie zusätzliche Mitglieder, um die Mindestquote der Gruppe zu erfüllen. Die Gruppe ist beunruhigt, weil sie im Dungeon schon eine große Strecke zurückgelegt hat, aber noch keinem einzigen gesunden Tier begegnet ist. Der Dungeon-Boss ist aber sicher noch am Leben, denn sonst hätte sich das Gate geschlossen. Sie finden einen Haufen Spinnenweben und stellen fest, dass die Kammer des Bosses durch den Tunnel sein muss. Als sie durch den Tunnel gehen, finden sie eine schockierende Menge an Mana-Kristallen. Sie sind zwar nicht so viel wert wie Essenzsteine, aber es gibt mindestens 1 Milliarde Kristalle dort. Ein Hunter merkt an, dass sogar Huns Bruder neidisch auf diesen Fund wäre, aber er soll ihn nicht erwähnen. Hun hat eine Art verborgenes Motiv, denn er denkt darüber nach, dass sein Bruder nicht immer der Größte sein kann. Er weigert sich, seinem Bruder den Vortritt zu lassen und plant, diese gigantische Beute zu nutzen, um sein Strike-Team zu vergrößern. Jo wirft einen Blick auf Jinwoos Vertrag, da er sich mit juristischen Dingen gut auskennt, und findet etwas. Er weist Hun darauf hin, dass in dem Vertrag nur steht, dass Jinwoo keinen Anteil an den Battle Drops bekommt. Mana-Kristalle sind keine Battle Drops, also müssen sie ihre Funde durch 8 statt durch 7 teilen. Hun ist damit völlig einverstanden, weist aber darauf hin, dass der Dungeon Boss in der Nähe ist. Wenn sie gegen den Boss kämpfen, wird das Gate geschlossen, also müssen sie die Mana-Kristalle abbauen und herausholen, bevor sie gegen den Spinnenboss kämpfen. Zum Glück schläft die Spinne, aber Hun schreit einen der Hunter an, weil er die Transportausrüstung nicht mitgebracht hat. Hun sagt Jo und Jinwoo, dass sie hier bleiben sollen, während sie die Ausrüstung holen, und versichert ihnen, dass die Spinne nicht aufwachen wird, wenn sie nichts stört. Hun weist sie darauf hin, dass sie beide neu in den C-Rang-Dungeons sind, und sagt ihnen, dass sie einfach seiner Entscheidung vertrauen sollen. Er muss auch einige Dinge mit seinem Team besprechen, also beschließt er, dass auch sie eine Pause machen werden. Als sie gehen, analysiert Jinwoo die Situation noch einmal. Er findet es seltsam, dass sie keine Stammkunden hatten, die sie anrufen konnten, um ihre Quote zu erfüllen. Aus ausreichender Entfernung sehen wir, wie böse Hun ist, als er einem seiner Männer sagt, er solle die Bosskammer verschließen. Er tut es und Jo merkt, dass sie verraten wurden. Das ist genau das, was Jinwoo befürchtet hat, und er erinnert sich daran, wie Song-Chi ihn gewarnt hat, dass es in ihrer Branche ein paar echte Gauner gibt. Dungeons zu plündern ist ziemlich gefährlich und Unfälle passieren häufig. Das schafft ein Umfeld, in dem Verbrechen begangen werden können, ohne dass sie jemals ans Licht kommen. In den Dungeons gibt es keine Überwachungskameras, und solange es keine Überlebenden gibt, wird es auch keine Beweise geben. Jo ist wütend, dass diese Typen sie nur für ein paar Mana-Kristalle opfern würden, und er beginnt zu bereuen, dass er den Vertrag erwähnt hat. Jinwoo weiß es aber besser, denn sie waren alle bereit, sie jeden Moment zu töten, wenn sie eine falsche Bewegung machen würden. Ihre größte Sorge ist jetzt der Boss, der gerade aufgewacht ist, und Jo sagt Jinwoo, dass er zurückbleiben soll. Jinwoo sieht einen Ausgang, aber er stellt fest, dass Hun ihn bereits kennt. Die Spinne ist jetzt definitiv wach, und Jinwoo denkt darüber nach, dass diese Bestie mit dem Rang C auf einer ganz anderen Ebene ist. Er kommt aber schnell zur Vernunft und nimmt das zurück. Er übernimmt die Führung und sagt Jo, er solle zurücktreten, da er vorhabe, gegen dieses Ding zu kämpfen. Dann beschwört Jinwoo seine Waffe und erklärt, dass er es besiegen wird. Als Hangs Gruppe den Dungeon verlässt, fragt sich der Magier, warum sie die beiden Neulinge nicht einfach selbst getötet haben. Hang erklärt, dass sie es nicht riskieren konnten, die Spinne aufzuwecken, weil sie dann die Mana-Kristalle nicht ernten könnten. Er versichert ihm, dass dieser Plan funktionieren wird, denn ein unerfahrener Kerl und der schwächste Hunter aller Zeiten haben keine Chance gegen die Spinne.
Spinne zu überleben. Der Plan ist, darauf zu warten, dass die Spinne sie frisst und wieder einschläft. Sie werden sich den Weg nicht freischießen können, weil das die Spinne aufwecken würde, aber Hang weiß von dem kleinen Pfad über der Höhle. Das schlimmste Szenario ist, dass die Spinne nicht einschläft, nachdem sie die Neulinge gefressen hat. Wenn ihre Gruppe nicht in der Lage ist, die Mana-Kristalle zu bergen, werden sie zumindest Yus Ausrüstung mitnehmen, die hunderte von Millionen wert ist. Hung und der Magier sind sich einig, dass sie nicht in der Lage wären, die Spinne selbst zu bekämpfen, und Hung weist darauf hin, dass sie nicht unterschätzt werden sollte. Sie ist ein unglaublich gefährlicher Boss und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Neulinge getötet werden. Im Dungeon versucht Yu Jinwu davon zu überzeugen, nicht gegen den Boss zu kämpfen, da nur ein Hunter der Stufe B in der Lage wäre, einen Dungeon-Boss der Stufe C alleine zu besiegen. Selbst ein C-Rang-Elite-Hunter wäre dazu nicht in der Lage, also meint Yu, dass sie stattdessen versuchen sollten, einen Ausweg zu finden. Jinwu denkt darüber nach, dass er recht haben könnte. Auch wenn Jinwu ein zweites Erwachen hat und aufgestiegen ist, hält er sich immer noch für sehr schwach. Die Bosse wie die Schlange und der Golem waren beide D-Ränge, also ist diese Spinne Welten von ihnen entfernt. Jinwu kann nicht wirklich verstehen warum, aber er spürt im Moment keinen Druck. Ihm wird klar, dass er gerade stark genug geworden sein muss, um keine Angst mehr vor Bossen des Rangs C zu haben. Er ist Stufe 18 und erklärt, dass er eine Chance hat, sie zu besiegen. Nachdem er die Schlange angegriffen hat, erklärte Jinwu, dass jetzt die eigentliche Jagd beginnt. Woanders ist der Präsident der Hunter-Vereinigung namens Go erschöpft, weil er an vielen Treffen teilgenommen hat. Sein Fahrer bietet ihm ein Sparring an, damit er sich besser fühlt, und Go nimmt an, denn er kann nicht ablehnen, wenn ein junger Mensch seinen Rat sucht. Zurück im Dungeon stellt Jinwu fest, dass die Haut der Spinne unglaublich stark ist. Ihre Angriffe sind überraschend stark, und wenn Jinwu auch nur einmal getroffen wird, wird er mit Sicherheit sterben. Ju beobachtet Jinwus Bewegungen genau und merkt sofort, dass dies nicht die Art ist, wie sich ein Hunter von Rang E bewegt. Er fragt sich, wer Jinwu wirklich ist, und er fragt sich, ob er vielleicht in den falschen Rang eingestuft wurde. Es gibt nur wenige Hunter, die ihre magische Kraft so gut kontrollieren können, dass sie absichtlich einen niedrigeren Rang erhalten. Diejenigen, die das tun, werden Falschrangler genannt und sind meist Psychopathen, die Spaß am Töten haben. Ju bereut es, in den Dungeon gekommen zu sein, und Jinwu stellt fest, dass er dem zähen Fell der Spinne keinen Schaden zufügen kann. Jinwus Müdigkeit nimmt rapide zu, also muss er den Kampf bald beenden. Sein Dolch hat die Fähigkeiten lähmen und entziehen, also beschließt er, dass sie der Schlüssel zum Sieg sein werden. Jinwu muss sie an der Schwachstelle der Spinne einsetzen, aber er ist schockiert, als die Spinne ihm offenbart, dass sie einen Säureangriff hat. Jinwu muss den Abstand verringern, also beschließt er, eine neue Fähigkeit namens Dash einzusetzen. Er benutzt sie, um einen Angriff auf das Gesicht der Spinne zu landen, aber die Schwächungseffekte seines Dolches werden aufgehoben. Jinwu gibt niemals auf, also beschließt er, so oft wie möglich zuzuschlagen. Er versucht immer schneller zu werden, aber seine Müdigkeit führt dazu, dass er von der Spinne getroffen wird. Jinwu ist kurz davor, zerquetscht zu werden, aber dann erinnert er sich daran, dass er noch eine Belohnung für die Erfüllung seiner täglichen Aufgaben übrig hat und nutzt diese, um sich wieder vollständig zu erholen. Ju schreit erschrocken auf, als er denkt, dass Jinwu getötet wurde, aber unser Junge ist wieder in Bewegung. Er landet einen weiteren Angriff, aber diesmal gelingt es ihm, eines der Augen der Spinne zu durchbohren, und die Schwächungszauber seines Dolches werden angewendet. Jinwu lässt diese Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen und sticht noch mehrere Male auf die Spinne ein, wobei auch die Schwächungszauber wirken. Die Spinne erliegt schließlich allen Angriffen, und eine Benachrichtigung zeigt an, dass Jinwu soeben den Boss des Dungeons besiegt hat. Jinwu weiß, wie viel Glück er hatte, dass er keine Zeit hatte, sich eine Belohnung auszusuchen, bevor er den Dungeon betrat, denn sonst wäre er jetzt sicher tot. Ju ist verständlicherweise schockiert, als er sieht, dass Jinwu gerade einen Dungeon-Boss alleine besiegt hat, und er ist sich jetzt sicherer denn je, dass Jinwu ein Falschrangler ist. Jinwu bekommt einen Edelstein von der Spinne, und Ju bietet ihm an, von nun an die Vorräte zu tragen. Ju vergöttert Jinwu jetzt wirklich und sagt ihm, er solle sich ausruhen, während er die Mana-Kristalle schürft. In diesem Moment treffen Hang und seine Gruppe ein und sind überrascht, dass die Neulinge überlebt haben. In einem Trainingsraum zeigt Go Wu, wie geschickt er ist, denn er überwältigt ihn mit Leichtigkeit, scheinbar ohne es überhaupt zu versuchen. Go bedankt sich bei Wu, weil er sich jetzt viel besser fühlt, und Wu ist erstaunt, dass der Präsident überhaupt nicht eingerostet zu sein scheint. Go erklärt, dass er nicht mehr so stark ist wie früher, aber er kann erkennen, dass Wu hart trainiert hat. Wu räumt ein, dass das Training die Stufe eines Hunters nicht erhöhen kann, aber es kann seine Fähigkeiten verbessern. Go weist darauf hin, dass die körperliche und geistige Stärke eines Hunters sehr wichtig ist, besonders in den Dungeons, wo man auf den schlimmsten Menschen trifft.
Zurück im Dungeon stellt Hanks Gruppe fest, dass die Neulinge nur überleben konnten, weil diese Spinne groß und dumm gewesen sein muss. Sie machen sich über die Spinne lustig, weil sie gegen niedrigstufige Hunter verloren hat, und Hank erklärt, dass er bereits entschieden hat, was sie als nächstes tun werden. Er erklärt Ju, dass er weiß, dass er aus einer wohlhabenden Familie kommt, aber Ju sieht nicht ein, warum das wichtig sein sollte. Hank sagt ihm daraufhin, dass er ihm nur eine Chance geben wird und weist Ju an, Jin-Woo zu töten. Hank erklärt, dass sie normalerweise die Leute töten, die sie für ihre Party brauchen, damit sie die ganze Beute selbst behalten können. Er wird Ju jedoch verschonen, wenn er sich bereit erklärt, ihr Komplize zu werden. Wenn er sich weigert, werden sie einfach beide töten. Hank denkt darüber nach, wie gefährlich Ju sein könnte, denn seine Ausrüstung könnte besondere Kräfte haben, die ihn stark genug machen, die Spinne zu besiegen. Er möchte das lieber nicht herausfinden und will ihn gegen den schwachen Jin-Woo in Stellung bringen. Hank ist froh, als Ju sich auf Jin-Woo zubewegt, ist dann aber schockiert, als Ju sich auf Jin-Woos Seite schlägt. Diese böse Gruppe beschließt einfach, ihr Leben zu beenden, und Hank fragt sich, ob die Neulinge schon einmal einen Menschen töten mussten. In diesem Moment erhält Jin-Woo eine dringende Aufgabe, die schockierenderweise verlangt, dass er die 6 Feinde vor ihm besiegen muss. Die Gruppe beschließt, denjenigen zu töten, den sie für den Schwächeren der beiden hält, also greift der Magier Jin-Woo an. Ju macht sich Sorgen um seinen neuen Freund und ist entsetzt, als er sieht, in welchem Zustand Jin-Woo ist. An anderer Stelle erzählt ein Mitglied der Gruppe, die Sha-Hei unterrichten sollte, wie toll sie ist. Sie kämpften mit einem A-Rang-Biest, aber sie besiegte es in Windeseile. Diese Mädchen sind froh, in 2 der Top-Gilden zu sein, denn es gibt viele unappetitliche Gerüchte über andere Gilden. Ein Beispiel dafür sind Strike-Teams mit einer verdächtig hohen Sterblichkeitsrate. Zurück im Dungeon sagt Hank, dass alles vorbei ist, und erklärt, dass Jin-Woo tot ist. Jin-Woo verurteilt sich selbst dafür, dass er das vergessen hat, und erinnert sich daran, dass er in einer Welt arbeitet, in der das Überleben des Stärkeren die Realität ist. Dies ist eine Welt voller Gewalt, Täuschung und Verrat. Er ist wütend, weil er diese Tatsache vergessen hat, und erkennt, dass er sie vergessen hat, weil er gefühllos geworden ist. Jin-Woo hat sich beruhigt und denkt darüber nach, wie er Opfer seiner eigenen Unachtsamkeit und Überheblichkeit wurde. Das Level-System drängt ihn jetzt zum Töten, und Jin-Woo fragt sich, ob es ihn aus irgendeinem Grund am Leben erhalten muss. Er stellt fest, dass dieses System nicht aus reiner Nächstenliebe handelt und ihn unbedingt am Leben erhalten will. Das ist aber noch nicht alles, denn es scheint auch zu wollen, dass er stark wird. Jin-Woo erklärt, dass, wenn das System ihn benutzen will, er es auch benutzen wird. Er erzählt der Gruppe, dass sie ihn daran erinnert haben, dass die Schwachen diejenigen sind, die im Dungeon ihr Leben verlieren. Sie sind froh zu hören, dass der schwächste Hunter weiß, wie es funktioniert, aber Jin-Woo weist darauf hin, dass das bedeutet, dass sie darauf vorbereitet sein sollten, wenn diese Regel nicht nach ihren Vorstellungen verläuft. Einem von ihnen gefällt es nicht, dass Jin-Woo sie als Beute bezeichnet, aber Jin-Woo zeigt ihnen sofort, was er meint. Alle sind schockiert, als sie sehen, wie dem Kerl der Kopf abgetrennt wird, und Jin-Woo erklärt, dass damit einer erledigt ist, während die Benachrichtigung der Anzahl der Beute aktualisiert. Jin-Woo wird klar, dass er gerade jemanden getötet hat, aber er gibt zu, dass er auch ohne ihn gestorben wäre. Er kann jetzt nicht mehr aufgeben, denn nur die Starken überleben. Die Gruppe erwacht aus ihrem Schock, nachdem sie gesehen hat, wie ein E-Rang einen ihrer D-Ränge getötet hat, und greift Jin-Woo an. Es ist jedoch nutzlos, denn Jin-Woo sticht einfach einen nach dem anderen nieder. Seine Schwächungszauber zeigen Wirkung, und er nimmt 2 weiteren das Leben. Der Bogenschütze ist der nächste, der Jin-Woos Zorn zum Opfer fällt, und der Magier folgt kurz darauf. Damit ist nur noch einer übrig, und Ju ist schockiert, denn Jin-Woo scheint viel stärker zu sein als beim Kampf gegen den Dungeon Boss. Hank erkennt, dass Jin-Woo seine Macht die ganze Zeit über versteckt hat, aber er warnt ihn, dass er nicht wie die anderen C-Ränge ist. Hank stärkt seinen Körper und denkt darüber nach, dass er sicher ist, dass Jin-Woo nach dem Kampf gegen einen Boss und 5 Hunter müde ist. Außerdem hat Hank seinen Körper so stark wie Stahl gemacht, dass Jin-Woos Dolch ihn auf keinen Fall durchbohren kann. Hank beginnt seinen Angriff, aber unser Junge schockt ihn mit seiner Schnelligkeit. Jin-Woo erkennt in aller Ruhe, wie stark Hank ist, aber er hat schlechte Nachrichten für ihn. Jin-Woo macht ihn völlig fertig und verrät, dass er die ganze Zeit aufgestiegen ist. Hank erkennt, dass Jin-Woo definitiv kein E-Rang ist und bietet ihm an, das Doppelte zu zahlen. Jin-Woo weist darauf hin, dass Hank 3-mal versucht hat, ihn zu töten, und spottet darüber, dass er jetzt Gnade wolle. Hank versucht zu sagen, dass Jin-Woo damit nicht durchkommt, aber Jin-Woo erinnert ihn daran, dass er derjenige war, der sagte, dass alles, was in einem Dungeon passiert, nie nach draußen gelangt.
Hang unternimmt einen letzten Versuch, ihm zu drohen, aber Jinwoo beendet einfach sein Leben. Jinwoos Aufgabe ist erfüllt, aber der Dungeon beginnt einzustürzen, da der Boss besiegt wurde. Als sie herauskommen, berichten sie, dass sie als Einzige den Kampf gegen die Spinne überlebt haben. Die Beamtin ist misstrauisch, da sie die Mitglieder der niedrigsten Stufe waren, aber sie wird von Jus Ausrüstung abgelenkt. Jinwoo kann nicht glauben, dass er für seine Tat belohnt wurde und bemerkt, dass er eine Fähigkeit mit mörderischer Absicht erhalten hat. Sie versetzt die Gegner in Panik und halbiert ihre Fähigkeiten. Die einfältige Beamtin stellt fest, dass Ju wegen seiner Ausrüstung überlebt hat und vermutet, dass sich der E-Rang Jinwoo irgendwo versteckt hat. Ju lobt Jinwoo für seine gute Arbeit und es beginnt zu regnen. Währenddessen fragt sich Ju, ob etwas nicht stimmt, aber der sehr ruhige Jinwoo erklärt, dass er nur froh ist, dass er seiner Schwester einen Regenschirm gegeben hat. An anderer Stelle wird Wu von dem Vorfall berichtet, bei dem 6 Hunter starben und nur 2 der niedrigsten Stufe überlebten. Es ist ziemlich üblich, dass Hunter aus Dungeons fliehen, wenn sie unterlegen sind, aber er ist überrascht zu hören, dass die überlebenden Hunter den Boss des Dungeons besiegten, bevor sie gingen. Wu unterbricht den Kerl, bevor er weitere Erklärungen abgeben kann, doch dann ist er schockiert, als er erfährt, dass einer der Überlebenden Jinwoo war. Wu sieht, dass es sich dabei um den berüchtigten Hang handelt, was ihm klar macht, warum er diesen Bericht erhalten hat. Jinwoo kehrt nach Hause zurück und teilt seiner Schwester mit, dass er eine lange Zeit für die Krankenhausrechnung ihrer Mutter aufkommen kann. Jin A vermutet, dass er bei seinem letzten Raid einen großen Gewinn gemacht hat, aber sie bemerkt, dass er überhaupt nicht verletzt zu sein scheint. Sie kommt zu dem Schluss, dass er ein starkes Team gehabt haben muss, das es ihm leicht gemacht hat, die Bösewichte zu besiegen. Jinwoo räumt ein, dass es wirklich einfach war. Nicht nur, weil er viel stärker war als sie, sondern auch, weil er nicht zögerte, als es darum ging, ihr Leben zu beenden. Der alte Jinwoo hätte nach einem Ausweg gesucht, aber der neue Jinwoo war wütend auf sie, weil sie glaubten, sie hätten überhaupt eine Chance gegen ihn. Er fragt sich, ob der Stufenaufstieg ihn mutiger gemacht hat, aber er erinnert sich daran, dass sie Menschen waren und keine Dungeon-Monster. Jin A reißt ihn aus seinen Gedanken und er erinnert sich daran, warum er stärker wird. Damit er am Leben bleiben und seine Familie ernähren kann, also würde er das, was er in diesem Dungeon getan hat, wieder tun, wenn er müsste. In diesem Moment wird eine schädliche Substanz in seinem Körper entdeckt und ihm wird klar, dass es das ist, was er trinkt. Jinwoo trinkt weiter, aber er merkt, dass er gar nicht betrunken wird. In diesem Moment erscheint eine Benachrichtigung über eine Belohnung, die er aus dem Doppeldungeon erhalten hat. Sie deaktiviert toxische und abnormale Zustände und verleiht ihm verbesserte Regenerationsfähigkeiten. Er war zu beschäftigt, um seine Belohnungen von diesem Tag zu überprüfen, aber das erklärt, warum er seinen Arm wiederbekommen hat. Später trifft sich Jinwoo mit Ju, der ihm dafür dankt, dass er ihm das Leben gerettet hat. Jinwoo ist der Meinung, dass der Junge ihm nichts schuldet, da Ju niemandem erzählt hat, was in dem Dungeon wirklich passiert ist. Ju erzählt, dass er ein Einsatzteam zusammenstellt, aber Jinwoo lehnt ab, bevor er ihn überhaupt fragen kann, ob er mitmachen will. Ju braucht ihn nur für 19 Raids und bittet Jinwoo, ihn anzuhören. Ju möchte Gildenmeister werden, aber dafür muss er mindestens 20 Raids Erfahrungen haben. Jus Vater möchte eine Gilde für seine Baufirma gründen und er möchte ihm dabei helfen. Dungeons sind unglaublich gefährlich, aber die Schätze, die sie bergen, sind das Risiko wert. Es sind nicht nur die Kristalle und Essenzsteine, alles in einem Dungeon hat einen Wert. Jinwoo räumt ein, dass es ein gutes Geschäftsmodell ist, Hunter für ein Unternehmen Dungeons plündern zu lassen. Jus Vater möchte einen S-Rang-Hunter als Gildenmeister, aber das überrascht Jinwoo, da es im ganzen Land nur 7 S-Rang-Hunter gibt. Zu allem Überfluss ist der einzige S-Rang, der noch keiner Gilde angehört, Min, und der hat sich zurückgezogen. Das muss bedeuten, dass Jus Vater plant, einen S-Rang von einer anderen Gilde zu nehmen, aber Jin warnt ihn davor, da er sich damit nur Feinde der Gilde macht, von der er ihn nimmt. Ju wählt einen anderen Ansatz, um Jinwoo zu überzeugen und weist darauf hin, dass er Hilfe bei Raids braucht, vor allem wenn er sie durchführen will, während er seine Macht verbirgt. Für Ju ist das perfekt, da es für seinen Vater überzeugender wäre, wenn Ju mit einem Hunter niedrigen Ranges, wie Jinwoo ihn vorgibt zu sein, erfolgreich wäre. Ju zeigt Jinwoo das Gebäude, das wir als Hauptquartier der Gilde nutzen wollen und erklärt ihm, dass es 30 Milliarden Yuan wert ist. Das ist eine unglaubliche Summe, die Ju Jinwoo für seine Hilfe bei der Durchführung von 19 Raids anbietet. Früher hätte Jinwoo diese Gelegenheit ergriffen, aber die Dinge haben sich geändert, seit er die einzige Person ist, die aufsteigen kann. Jinwoo ist sich sicher, dass er den S-Rang erreichen kann, so wie die Dinge laufen, oder vielleicht sogar noch höher. Es gibt immer noch zu viele Unbekannte bei seiner Kraft und es wäre riskant, mit jemandem zusammenzuarbeiten, also lehnt Jinwoo das Angebot ab. Ju unternimmt einen letzten Versuch, indem er verspricht, Jinwoos Geheimnis mit ins Grab zu nehmen, aber Jinwoo erschreckt ihn mit einem Blick und geht. Anderswo ist Hangs jüngerer Bruder Wong wütend über den Tod seines Bruders und verlangt, dass er Informationen über die beiden Überlebenden erhält. Seine Assistentin Laura ist schockiert, als er wissen will, was passiert, wenn er jemanden in einem anderen Land tötet, aber sie sagt es ihm trotzdem.
trotzdem. Wenn es ein Auslieferungsabkommen mit dem Land gibt, wird er dort vor Gericht gestellt. Aber wenn nicht, wird er zur Strafverfolgung nach Hause geschickt. Wong will sofort aufbrechen, aber Laura erinnert ihn daran, dass er viel zu beschäftigt ist, also plant er es für später. Er wirft noch einen Blick auf die Überlebenden und hofft, dass sie lange genug überleben, damit er sie eliminieren kann. Am nächsten Tag geht Jin-Woo mit seiner Schwester joggen. Sie kann sich nicht vorstellen, was sie mit 30 Milliarden Yuan machen würde, weil es zu unrealistisch ist. Als er alleine ist, stellt Jin-Woo fest, dass sein Systemzähler weiterzählt, obwohl er das Ziel erreicht hat. Jin-Ah holt ihn schließlich ein, aber er hat bereits beschlossen zu testen, wie weit der Zähler gehen wird und rennt erneut. Er stellt fest, dass er beim doppelten Ziel abbricht und nachdem er alle Aufgaben getestet hat, wird die tägliche Aufgabe zu einer geheimen. Die Belohnung dafür sind einige zufällige Beutekisten, von denen eine gesegnet und eine verflucht ist. Jin-Woo entscheidet sich für die gesegnete Kiste und stellt fest, dass er einen weiteren Schlüssel erhalten hat. Es handelt sich um den Schlüssel zum Schloss des Dämonenkönigs, aber seine Erwerbsstufe ist S. Noch überraschender ist jedoch, dass sich darin die Zutaten für ein Elixier des Lebens befinden. Jin-Woo hätte sich nichts Perfekteres wünschen können, denn das Lebenselixier kann alle Krankheiten heilen. Jin-Woo geht zu seiner kranken Mutter und stellt fest, dass er keine andere Wahl hat. Jin-Woo geht zu dem Ort und benutzt den Schlüssel, um das Tor zu öffnen. Er weiß bereits, dass es sich um einen Dungeon des Rangs S handelt, was bedeutet, dass er mit der Insel Jiju vergleichbar ist. Jin-Woo fragt sich, ob er dieser Gefahr gewachsen ist, aber ein großes Tor erscheint vor ihm und er geht trotzdem hinein. Im Inneren ist alles von Flammen bedeckt und Jin-Woo gibt zu, dass er Angst hat. Er kann jedoch jederzeit seinen Teleportationsstein benutzen, wenn es zu gefährlich wird. In diesem Moment taucht ein riesiges Monster vor ihm auf. Jin-Woo hat bereits beschlossen, dass er stärker werden muss und schwört sich, nicht im Dungeon zu sterben. Dieses Monster hat einen roten Namen, was bedeutet, dass es viel stärker ist als er, aber Jin-Woo hat die Vorteile des Wolfs-Assassinen-Titels. Jin-Woo nutzt den Dash, um die Lücke schnell zu schließen und er greift die Bestie mehrmals an. Allerdings richtet er kaum Schaden an und das selbst mit den Bonuseffekten. Jin-Woo aktiviert seine Fähigkeit mörderische Absicht, aber der Schwächungszauber wird aufgehoben. Er versucht seine anderen Schwächungszauber mit seinem Dolch anzuwenden, aber auch diese werden aufgehoben. Dieses Monster ist absolut grausam, als es sich in Jin-Woo hineinbeißt und er vor Schmerzen schreit. Jin-Woo hat seinen Arm verloren und seine Lebenspunkte sinken, während die Bestie ihn zermalmt. Er hat bereits ein Drittel seines Lebens verloren, aber es kommt noch schlimmer, denn die Bestie setzt ihre 3 Minuten Wutfähigkeit ein, um alle ihre Fähigkeiten um 100% zu steigern. Die Angriffe des Monsters sind zu schnell, um ihnen auszuweichen, sodass Jin-Woo gezwungen ist, seine gesamte Genesungsbelohnung einzusetzen, um seinen Arm wieder wachsen zu lassen. Gerade als Jin-Woo denkt, dass er es geschafft hat, dem Biest zu schaden, stellt er fest, dass er sich geirrt hat und weiterhin in die Mangel genommen wird. Jin-Woos HP sinken weiter, während er mit Füßen getreten wird, aber er verschafft sich etwas Zeit, indem er das Biest mit Dreck bewirft. Jin-Woos System warnt ihn immer wieder und macht ihm damit noch deutlicher, dass es nicht will, dass er stirbt. Je mehr dies geschieht, desto mehr merkt Jin-Woo, dass dies kein normales Wiedererwachen ist. Jin-Woo erkennt, dass die Dinge viel zu gefährlich werden, also beschließt er, den Teleportationsstein zu benutzen. Der Cerberus taucht jedoch aus dem Nichts auf und schlägt ihm den Stein aus der Hand. Jin-Woo steckt jetzt in echten Schwierigkeiten, da er nach ein paar weiteren Treffern erledigt sein wird. Jin-Woo zermartert sich das Hirn, um eine Lösung zu finden und erinnert sich gerade noch daran, dass er einen Shop in seinem System hat. Er kauft 3 Heiltränke, aber sie heilen nur jeweils 100 Lebenspunkte. Das Gift, das Jin-Woo im Kampf gegen die Schlange erhalten hat, taucht vor ihm auf und er beschließt, dass er keine andere Wahl hat, als es zu versuchen. Jin-Woo trinkt das Gift, sodass das System es als schädliche Substanz erkennt und es entgiftet. Dies ist ein voller Erfolg, da Jin-Woos Muskeln nicht geschädigt werden und er nun 20% weniger körperlichen Schaden erleidet. Cerberus zeigt sich erneut und führt einen verheerenden Angriff auf Jin-Woo aus. Jin-Woo erklärt, dass er sich immer noch bewegen kann und wir sehen, dass der 3-Minuten-Timer für die Wutfähigkeit des Monsters abgelaufen ist. Die Wirkung lässt nach und der Schaden, den Jin-Woo dem Auge zugefügt hat, fängt endlich an, der Bestie weh zu tun. Jin-Woo nutzt den Vorteil, indem er mehrere Angriffe ausführt und es scheint, dass er endlich Schaden anrichtet. Die Bestie frisst ihn fast bei lebendigem Leib, aber Jin-Woo schafft es gerade noch, sie aufzuhalten. Er fliegt in die Luft und das mächtige Monster schlägt ihn erneut zu Boden. Jin-Woo befindet sich wieder einmal in einer schrecklichen Lage, denn er hat fast seine gesamte Gesundheit verloren und Cerberus zerquetscht ihn zwischen seinen Zähnen. Jin-Woo findet immer noch die Kraft in sich, sich zu wehren und sticht mehrmals auf die Bestie ein, während sie ihn herumwirbelt.
Jinwoo greift weiter an und setzt seine ganze Kraft für einen letzten Angriff ein. Dies erweist sich als der endgültige Schlag, als Cerberus zusammenbricht und eine Benachrichtigung anzeigt, dass Jinwoo gerade den Torwächter der Hölle besiegt hat. Jinwoo levelt mehrmals auf und seine Wunden werden geheilt. Durch die Beseitigung des Torwächters erhält Jinwoo den Schlüssel zum Schloss des Dämons. Jinwoo nimmt an, dass es das ist, was Cerberus beschützt hat, aber dann wird er von einer mysteriösen Mitteilung überrascht. Es handelt sich um die Formel für das Elixier des Lebens, für das 3 Zutaten benötigt werden, die im Schloss zu finden sind. Sein Kampf gegen Cerberus hat ihm geholfen, seine Kräfte einzuschätzen und so wird Jinwoo etwas klar. Wenn er jetzt in das Schloss des Dämons gehen würde, würde er mit Sicherheit sterben. Jinwoo beschließt, dass er es jetzt nicht tun kann, aber er verspricht, bald zurückzukehren. Anschließend besucht Jinwoo seine Mutter und fragt sich, ob er wirklich in der Lage sein wird, die Krankheit des ewigen Schlafs seiner Mutter zu heilen. Er hat zwar keine der 3 Zutaten, die zur Herstellung des Lebenselixiers benötigt werden, aber zumindest weiß er, wo sie sich befinden. Der Versuch, das Schloss auf seiner derzeitigen Stufe zu betreten, würde jedoch nur zu seinem Tod führen. Deshalb muss er aufsteigen und stärker werden. Um ihm dabei zu helfen, beschließt Jinwoo mit Ju auf die 19 C-Rang-Raids zu gehen, die er zuvor beschrieben hat. Jinwoo stellt nur eine Bedingung, aber Ju ist schockiert, als Jinwoo ihm erklärt, dass die beiden die Raids alleine machen müssen. Es wären nur sie beide, aber Ju weist darauf hin, dass an den C-Rang-Gates mindestens 8 Mitglieder teilnehmen müssen. Jinwoo möchte, dass er Hangs Strategie übernimmt, damit sie genug Hunter anheuern, um die Quote zu erfüllen. Ju zögert, dem zuzustimmen, da es zu riskant sein könnte. Jinwoo weist darauf hin, dass es unglaublich beeindruckend wäre, wenn nur sie beide 19 Raids besiegen würden und Jus einziges Ziel ist es, seinen Vater zu beeindrucken. Ju stimmt nachdrücklich zu und erklärt, dass er sich um alles kümmern wird. Woanders macht Shahee ein paar Übungen, indem sie im Kreis läuft und nimmt sich ein paar Momente Zeit, um die lebenswichtigen Flüssigkeiten ihres Körpers mit Wasser aufzufüllen. Sie fordert die Person, die sie verfolgt, auf, aus ihrem Versteck zu kommen und ein Typ namens Yu stellt sich vor. Anderswo erzählt Jus Vater Yu, dass sich die Dinge dramatisch verändert haben, seit die Gates vor 10 Jahren erschienen sind. Die Infrastruktur der Welt kann ohne die Ressourcen aus den Dungeons gar nicht mehr funktionieren. Die Hunter sind die einzigen, die diese lebenswichtigen Ressourcen beschaffen können, also sind sie auch lebenswichtig und werden von der Hunter-Vereinigung beaufsichtigt. Die Hunter-Vereinigung ist für viele Dinge zuständig, unter anderem für die Verwaltung der Gates, aber sie sind nicht diejenigen, die am meisten davon profitieren. Der größte Teil der lebenswichtigen Ressourcen aus den Dungeons wird von den Gilden gesammelt, die dadurch sehr reich geworden sind. Die Jägergilde, die Gilde des Weißen Tigers, die Schnittergilde, die Ruhmesgilde und die Rittergilde sind die 5 größten Gilden des Landes. Sie haben ein Monopol auf alle Gewinne im Zusammenhang mit Dungeons, aber Yus Vater will nicht zulassen, dass es so bleibt. Die Gründung einer eigenen Gilde ist für das Erreichen seines Ziels von entscheidender Bedeutung. Yu denkt darüber nach, wie riskant es wäre, einen unbekannten S-Rang als Partner seines Bruders anzuheuern, aber das ließe sich beheben, wenn sein Vater stattdessen ihn als Gildenleiter auswählen würde. In einem Park geht Jinwoo selbst joggen und stellt fest, dass die zusätzlichen Übungen, die er macht, nicht mehr gezählt werden. Die verfluchte Beutekiste, die ihm zuvor angeboten wurde, ist nicht mehr verfügbar. Jinwoo holt die normale Beutekiste heraus, in der Hoffnung, etwas Wertvolles zu finden, aber er ist enttäuscht, als er nur eine Bingo-Karte erhält. Einige Zeit vergeht, während Jinwoo weiter trainiert, aber er merkt, dass die 3 Punkte, die er bekommen hat, nicht mehr viel ändern, da er eine höhere Stufe erreicht hat. Ju muss noch viel vorbereiten, bevor sie die C-Rang-Dungeons betreten können, aber Jinwoo wird etwas klar. Wenn er die Strafzone noch einmal betreten kann, dann könnte er gegen den Tausendfüßler kämpfen, dem er zuvor begegnet ist. Jinwoo wird klar, dass der Kampf schwieriger sein könnte, als er denkt, und es gibt keine Garantie, dass er dabei Erfahrungspunkte sammeln kann. In diesem Moment erhält Jinwoo eine Benachrichtigung, dass er an einer D-Rang-Mission teilnehmen soll. Sie ist allerdings von der Hunter-Vereinigung, was bedeutet, dass er nicht alleine kämpfen kann. In einem Dojo bringt Song-Chi einem Jungen eine Lektion bei. Der Junge wünscht sich, er hätte zu seinen besten Zeiten gegen Song-Chi gekämpft, aber Song-Chi weist darauf hin, dass er die Tatsache nicht ändern kann, dass er jetzt nur noch einen Arm hat. Song-Chi erhält eine Benachrichtigung, dass er an einem Raid teilnehmen soll, aber der Junge fragt sich, warum er sich nicht einfach zur Ruhe setzt. Song-Chi hat schreckliche Erinnerungen und ihm fehlt ein wichtiges Körperteil, also entschuldigt sich der Junge dafür, dass er sich schlecht fühlt. Song-Chi erklärt, dass er seine besten Jahre hinter sich hat, aber er möchte seine verbleibenden Jahre damit verbringen, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. An anderer Stelle sehen wir ein Kind, das spielt, während sein feiger Vater Kim es beobachtet. Auch er erhält eine Benachrichtigung und stellt fest, dass er nun seinen nächsten Raid hat. Seine Frau erinnert ihn daran, dass er seinen letzten Raid nur knapp überlebt hat und sie möchte, dass er etwas anderes macht. Kim erinnert sie daran, dass ihr Kind bald eingeschult wird und sie deshalb das Geld brauchen. Er versichert ihr, dass alles in Ordnung sein wird, da die Hunter-Vereinigung nicht in der Lage ist, das Geld zu beschaffen. Das letzte Mal war die einzige Ausnahme und die ganze Familie sagt, wie sehr sie sich liebt.
Woanders ist Beck wütend darüber, dass er ein sinnloses Interview geben muss. Er regt sich noch mehr auf, als Mr. Choi versucht, ihm zu schmeicheln, aber er beruhigt sich, als Choi ihn darauf hinweist, dass er die am besten geeignete Person für den Job ist. Choi hat ihn in sein Büro gerufen, um ihm mitzuteilen, dass Eugene Constructions eine eigene Gilde gründen will. Doch Beck, er weiß das alles schon, also verlangt er von Choi, dass er ihm sagt, wofür er wirklich da ist. In Juhis Zimmer sagt ihre Mutter, sie solle es aufgeben, eine Hunterin zu werden. Juhi ist eine B-Rang-Hunterin, aber ihre Mutter denkt immer noch, dass sie nur allen im Weg steht. Sie will, dass Juhi einfach nach Hause kommt, aber das macht Juhi wütend und sie erklärt, dass ihre Mutter aufhören muss, ihr Leben zu bestimmen. Juhi erklärt, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen kann und sie beweist es, indem sie auflegt. Juhi stimmt zu, dass sie ihr vielleicht im Weg steht, aber sie möchte trotzdem versuchen, sich zu verbessern. In diesem Moment sehen wir, dass auch sie eine Benachrichtigung über den D-Rang-Raid erhalten hat. Zurück im Büro kommt Chahe an Beck vorbei und erzählt Choi, dass sie von einem Späher angesprochen wurde. Er kam von Eugene Construction und wollte, dass sie sich ihnen als Gildenmeisterin anschließt. Natürlich lehnt sie das Angebot ab, aber sie ist neugierig, worüber er mit Beck gesprochen hat. Beck sitzt in einer Bar und denkt an das Gespräch zurück. Die Insel Jeju ist seit dem gescheiterten Raid abgeriegelt und die Menschen versuchen, den Schrecken zu vergessen, den sie darstellt. Mr. Choi wird gerne als Waffe der Menschheit eingesetzt, aber er kann die Insel Jeju und die Ereignisse dort niemals vergessen. Er plant, die Insel in naher Zukunft zu säubern und dazu braucht er Beck und die anderen auf derselben Seite. Sie müssen stärker werden, Verbündete gewinnen und die öffentliche Meinung beeinflussen. Deshalb hat er das Interview arrangiert und Chahe mit der Ausbildung neuer Hunter beauftragt. Choi erinnert Beck daran, dass er auch etwas auf der Insel zurückgelassen hat und Beck hat eine Erinnerung daran, dass er seine alten Freunde verloren hat. An einem dunklen Ort bittet ein Mann darum, dass Menschen eliminiert werden. In Jin-Woos Haus ist Jin-Ah überrascht, wie beschäftigt Jin-Woo gewesen ist. Der alte Jin-Woo musste sich nach jedem Raid wochenlang erholen, also fragt sie sich, ob sich sein Training auszahlt. Jin-Woo macht sich ohne seine Sachen auf den Weg zu einer Mission und sie macht sich Sorgen, weil er so tut, als würde er nur einen einfachen Einkauf machen. Woanders denkt Song-Chi darüber nach, dass er ein Schwertkämpfer ist, aber seine erweckte Fähigkeit hat nichts mit körperlicher Kraft zu tun. Die Kampfkünste, die er jahrzehntelang trainiert hat, sind in einem Dungeon nutzlos. Seine auf Magie ausgerichteten Kräfte machen sein Schwert gegen magische Bestien nutzlos. In diesem Moment trifft er auf Jin-Woo, der ihn darauf hinweist, wie anders er aussieht. Jin-Woo hat keine gute Erklärung dafür, warum sein Bein wieder aufgetaucht ist. Also nimmt Song-Chi an, dass ein hochrangiger Heiler ihn an diesem Tag gefunden haben muss. Song-Chi hatte nicht so viel Glück, denn es war viel zu viel Zeit vergangen, um seine Verletzung zu heilen. Als sie am Gate ankommen, sind sie überrascht, dass es ein Wiedersehen gibt. Kim schämt sich, ihnen gegenüberzutreten, aber Song-Chi findet, dass es nach dem, was er getan hat, Sinn macht. 5 der Überlebenden jenes schrecklichen Tages sind wieder vereint und er fragt sich, was hier vor sich geht. Yuhi hat Jin-Woo schon lange nicht mehr gesehen und bemerkt auch, wie sehr er sich verändert hat. In diesem Moment werden ein paar Fieslinge abgesetzt, die sich sofort in Yuhi verguckt haben. Kang ist allerdings auch da und sagt den Jungs, sie sollen sich beruhigen. Unserer Gruppe wird erklärt, dass sie von Huntern begleitet werden, die Gefangenenersatz sind. Es sind Hunter-Sträflinge, die mitmachen, um ihre Strafe zu verkürzen. Song-Chi kann nicht glauben, dass sie an der Seite von Kriminellen kämpfen sollen, aber die Frau versichert ihnen, dass sie kein Problem darstellen werden. Sie sind unterbesetzt und haben keine andere Wahl. Aber für den Fall der Fälle wird Kang sie begleiten. Er ist ein B-Rang-Hunter. Wenn es also schief geht, kann er die 3 C-Rang-Kriminellen mit Leichtigkeit erledigen. Jin-Woo empfiehlt Yuhi, ihn zu begleiten, aber sie weigert sich, ihn ohne sie gehen zu lassen. Die Verbrecher werden freigelassen und selbst sie fragen sich, ob das wirklich eine gute Idee ist. Kang sagt ihnen, sie sollen wieder die Klappe halten und erinnert sie daran, was passieren wird, wenn sie sich daneben benehmen. Kang stellt sich den anderen vor und versichert ihnen, dass er sich um die Verbrecher kümmern wird. Jin-Woo erlaubt Song-Chi, den Raid zu leiten und ist dankbar dafür. Song-Chi übernimmt die volle Verantwortung für sein Versagen an diesem Tag und schreibt Jin-Woo zu, dass er der einzige Grund ist, warum die 6 überlebt haben. Er dankt Jin-Woo im Namen aller Überlebenden, aber Jin-Woo hat das nicht nötig. Kim hat nichts dagegen, dass Song-Chi sie anführt und Kang starrt Jin-Woo aus irgendeinem Grund an. Alle bereiten sich darauf vor, durch das Gate zu gehen und Song-Chi erklärt den Beginn des Angriffs. Im Dungeon leisten die Gefangenen tatsächlich gute Arbeit, indem sie einige Goblins auslöschen. Song-Chi fragt sich, wer die wahren Bestien sind und demonstriert seine eigene Kraft. Die Gruppe von Goblins wird schließlich ausgelöscht und Song-Chi ist beeindruckt, wie viel stärker Jin-Woo geworden ist. Sogar Yu-Hei hebt hervor, dass Jin-Woo noch nicht verletzt wurde und sie hofft, dass sie am Ende niemanden heilen muss.
Song-Chi ist immer noch erstaunt, denn auch Jin-Wus Aura ist anders. Kong bittet sie weiterzugehen, aber sie finden eine Weggabelung. Der Dungeon war viel einfacher, als sie erwartet hatten, und so beschließen sie, dass es in Ordnung ist, sich zu trennen. Sie gehen damit zwar ein größeres Risiko ein, aber sie können den Dungeon schneller durchqueren. Jin-Wu spürt, dass der Dungeon-Boss den Weg links hinunter ist, aber er sagt es niemandem. Er hat durch die schwachen Goblins nicht viel aufgelevelt, also bittet Jin-Wu seine Gruppe, den linken Weg zu nehmen. Sie teilen sich auf, aber Kong starrt Jin-Wu seltsam an. Kims Gruppenmitglied ist der andere Feigling, und Kim beschließt, dass sie sich bei Jin-Wu dafür entschuldigen müssen, dass sie ihn beim ersten Raid im Stich gelassen haben. Sie sind sich sicher, dass er ihre Entschuldigung nicht annehmen wird. Aber Kim beschließt, dass er es versuchen muss, wenn er weiterhin ein Hunter sein will. Auf dem anderen Weg vernichten die Gefangenen mit Leichtigkeit eine Gruppe weiterer Goblins. Kong fragt seltsamerweise, ob sie in der Lage wären, dasselbe gegen Menschen zu tun, und die Gefangenen erwidern, dass es keinen Unterschied machen würde. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Kong erzählt wurde, dass die Tochter eines Mannes von 3 Männern angegriffen wurde. Seine Tochter nahm sich daraufhin das Leben, aber der Mann war wütend, da die 3 Männer in wenigen Jahren aus dem Gefängnis entlassen würden. Erschwerend kommt hinzu, dass es sich um Hunter handelt, und Hunter dürfen an Raids teilnehmen, um ihre Strafe zu verringern. Das ist unglaublich ungerecht, denn seine Tochter wird nie wieder nach Hause kommen können. Der Mann hat 3 Millionen Yuan dabei und bietet an, sie Kong zu geben, wenn er die 3 Gefangenen beseitigt. Kong ist völlig verrückt, denn er erzählt den Gefangenen, was er den Inspektoren sagen wird, wenn er den Dungeon ohne sie verlässt. Er wird sagen, dass die Gefangenen von einem Rudel von 100 Goblins getötet wurden. Kim setzt seinen Weg fort, muss aber zu seinem Entsetzen feststellen, dass er mit Kongs Weg verbunden ist und dass Kong die Gefangenen massakriert. Kong erzählt dem Gefangenen, dass ihm befohlen wurde, sie leiden zu lassen, aber er wird von Kim unterbrochen. Der kaltblütige Kong tötet den letzten Gefangenen und beschließt, dass er seine Pläne ändern muss, während er sich auf den Weg zu Kim macht. Jin-Wu denkt daran, wie Kong ihn im Krankenhaus gesehen hat, und hofft, dass er sich nicht an ihn erinnert. In diesem Moment hören sie Schreie und eilen zu den toten Gefangenen. Kang wurde ebenfalls eliminiert, und Jin-Wu ist schockiert, als er Kim in schlechter Verfassung sieht. Yu-Hei heilt ihn, aber Song-Chi kann erkennen, dass dies nicht das Werk einer magischen Bestie war. Die verwendete Waffe war zu scharf, und derjenige, der sie benutzt hat, hat es vermieden, ihn direkt zu töten. Kim hat aufgegeben zu überleben, aber Jin-Wu erinnert ihn daran, dass er eine Familie hat. Jin-Wu verlangt, dass er am Leben bleibt. Sonst könne er ihm nicht weiter die Schuld geben. Kim nutzt seinen letzten Atemzug, um sich bei Jin-Wu zu entschuldigen, und er stirbt. In diesem Moment versucht Kong Yu-Hei zu beseitigen, aber Jin-Wu hält ihn auf. Kong ist beeindruckt, wie schnell er ist, und Song-Chi erkennt, dass Kong für das Massaker verantwortlich ist. Song-Chi ist schockiert, da Kong der Hunter-Vereinigung angehört, aber Kong will ihnen nur seinen Plan mitteilen. Anstatt, wie ursprünglich geplant, die Goblins zu beschuldigen, wird Kong sagen, dass die Gefangenen alle anderen Hunter getötet haben. Er wird dann sagen, dass sie versucht haben, ihn auszuschalten, aber das ist ihnen nicht gelungen, weshalb er der einzige Überlebende war. Song-Chi hält Jin-Wu zurück, da er nicht glaubt, dass er es mit Kong aufnehmen kann. Song-Chi will stattdessen gegen ihn kämpfen, aber er denkt daran, dass Kong ein B-Rang ist, eine ganze Stufe über ihm. Yu-Hei gibt ihm eine Kraftverstärkung, und Song-Chi versucht, Kong mit seinen Schwertkünsten zu Fall zu bringen. Kong schafft es, nicht ein einziges Mal berührt zu werden, und er lobt Song-Chi dafür, dass er sich auskennt. Jin-Wu analysiert die Situation und stellt fest, dass Song-Chi sich zwar zu wehren weiß, aber nicht schnell genug ist, um zu gewinnen. Kong gelingt es, einen vernichtenden Schlag zu landen, aber er ärgert sich, als Yu-Hei Song-Chi schnell heilt. Kong beschließt, sie zuerst auszuschalten, aber Song-Chi hält ihn auf. Kong hat den alten Mann unterschätzt. Daraufhin erklärt Song-Chi, dass er bereits Hunter des S-Rangs ausgebildet hat. Seine Klinge ist ihm unterlegen, aber Kong weist darauf hin, dass die Kräfte, die Song-Chi erhalten hat, ihre Grenzen haben. Ein Magier wie er hat keine Chance, einen Meuchelmörder zu besiegen, und so bringt Kong ihn in die Nähe des Todes. Yu-Hei ist zu verängstigt, um ihn zu heilen, und so bereitet sich Kong darauf vor, Song-Chis Leben zu beenden. Song-Chi setzt seine Feuerfähigkeit ein, aber Kong ist einfach zu schnell. Er erkennt, dass Song-Chi sein Schwert benutzt hat, um ihn gegen Magie unempfindlich zu machen. Song-Chi hat gewartet, bis Kong versucht, sein Leben zu beenden, um ihn mit einem Feuerstoß zu überraschen. Kong hat seinen Plan jedoch durchschaut, und Song-Chi wird nun mit seinem Leben bezahlen. In diesem Moment schreitet Jin-Wu endlich ein und beendet den Kampf. Kong will wissen, wer er ist. Jin-Wu erklärt, dass er nur ein Hunter vom Rang E ist. Kong glaubt ihm nicht, da er eine unglaubliche Reaktionsgeschwindigkeit bräuchte, um den Angriff zu stoppen, den er gerade auf Song-Chi angewendet hat. Kong erkennt, dass Jin-Wu seine Kraft verbirgt, und stellt fest, dass er ein zweites Erwachen hatte. Die anderen sind schockiert, und Kong erinnert sich gerade an Jin-Wu aus dem Krankenhaus. Das Mana-Lesegerät zeigte damals nur 10 an, also denkt Kong, dass das zweite Erwachen danach stattgefunden haben muss.
Das ergibt jedoch keinen Sinn, denn es erklärt nicht, warum Jin-Woo den Doppeldungeon überleben konnte. Kong stellt fest, dass es eigentlich egal ist und bereitet sich darauf vor, Jin-Woo zu eliminieren. Jin-Woo will wissen, was gerade passiert ist, und Kong erklärt ihm, dass er nur Gerechtigkeit walten lassen wollte, indem er die Gefangenen beseitigte. Jin-Woo sind sie völlig egal, aber er will wissen, warum er Kim und Kang eliminiert hat. Jin-Woo weist darauf hin, dass Kong es schnell hätte tun können, was er aber nicht getan hat. Stattdessen scheint Kong sie gefoltert und mit ihnen gespielt zu haben. Ein weiterer Rückblick auf das Gespräch mit dem Vater zeigt, wie Kong erklärte, dass er große Angebote erhalten hat, um den größten Gilden beizutreten. Er entschied sich jedoch dafür, für Peanuts in der Hunter-Vereinigung zu arbeiten. Der Grund, warum er diesen Weg gewählt hat, ist, dass es ihm viel mehr Spaß macht, Menschen zu töten als Bestien. Es kommt zu einem Kampf zwischen Kong und Jin-Woo und die beiden Zuschauer sind erstaunt über ihre blitzartige Geschwindigkeit. Kong kann feststellen, dass sie praktisch gleich gebaut sind, aber er stellt fest, dass er viel mehr Erfahrung im Kampf gegen hochrangige Gegner hat. Kong nutzt diese Erfahrung, um die Kontrolle über den Kampf zu übernehmen, aber er ist schockiert, als Jin-Woo ihn bittet, etwas weniger blutrünstig zu sein. Doch es ist zu spät, denn Jin-Woos System hat es bemerkt. Wie beim letzten Mal informiert das System Jin-Woo, dass es Leute gibt, die ihn eliminieren wollen. Jin-Woo erhält daraufhin erneut den Auftrag, seine Gegner zu eliminieren. Jin-Woo wird von einer dunklen Macht verschlungen, aber Kong ist verwirrt, da er denkt, dass er in diesem Kampf im Vorteil sein sollte. Jin-Woo greift sofort an und Kong ist schockiert, als er merkt, dass er vergiftet wurde. Die beiden kämpfen weiter, aber Kong hat ihm auch etwas Besonderes zu zeigen und er verschwindet. Er erklärt ihm, dass dies die Tarnfähigkeit ist. Sie verbirgt die Sicht, den Ton und sogar seinen Geruch. Nur ein winziger Bruchteil der Hunter kann diese Fähigkeit erlangen und niemand weiß, dass er sie hat. Kong gelingt es, Jin-Woo zu verletzen und er sagt den anderen, sie sollen zurückbleiben und warten, bis sie an der Reihe sind. Kong ist sich sicher, dass Jin-Woo mit seinem verletzten Bein nicht mehr viel ausrichten kann, aber er ist schockiert, als Jin-Woo sich sofort selbst heilt. Kong ist ungläubig, denn er hat noch nie von einem Kampfhunter gehört, der auch Heilmagie anwenden kann. Jin-Woo ist völlig unberechenbar und das macht ihn sehr gefährlich. Jin-Woo hat sich ernsthaft verändert, als er erklärt, dass er gerade wieder eines seiner Gefühle verloren hat. Jetzt muss er nicht einmal wütend werden, um Abschaum wie Kong zu töten. Kong stellt fest, dass Jin-Woo schon einmal Menschen getötet hat und ist schockiert, als er das hört. Er stellt fest, dass Jin-Woo wahrscheinlich in kurzer Zeit einige schwere Entscheidungen treffen musste. Und deshalb hat sich nicht nur sein Aussehen verändert. Kong greift an, um weiter anzugreifen. Aber er ist schockiert, als Jin-Woo ihn aufspüren kann, weil er seinen Blutrausch spürt. Kong hat noch einen Trick in petto und alles wird gestoppt, als Jin-Woo seine Fähigkeit der mörderischen Absicht aktiviert. Kong ist von Dunkelheit umgeben und er ist fassungslos, als Jin-Woos Klinge seine Brust durchstößt. Während Kongs Leben dahinschwindet, stellt er fest, dass er und Jin-Woo gleich sind. Sie sind beide Tötungsmaschinen und der einzige Grund, warum er stirbt, ist, dass er einfach schwächer war als Jin-Woo. Kong will immer noch wissen, was Jin-Woo ist. Er hat Assassinenfähigkeiten, Heilung und Schwächungszauber und Kong hat noch nie von so jemandem gehört. Jin-Woo sagt ihm nichts, aber Kong weist darauf hin, dass Jin-Woo ihn ausschalten konnte. Seine E-Rang-Nummer ist also vorbei. Jin-Woo beschließt ihm etwas zu sagen und erklärt ihm, dass er jemand ist, der mit jedem Kampf stärker wird. Kong weiß, dass Jin-Woo immer stärker werden wird, aber er warnt ihn. Wenn er auf der Suche nach immer mehr Macht zu weit geht, könnte die gleiche Macht die Kontrolle über ihn übernehmen. Jin-Woos Aufgabe ist abgeschlossen und er erhält einige Belohnungen. Jin-Woo stellt fest, dass er, je stärker er wird, das Gefühl hat, dass etwas in ihm zerbricht. Seine Freunde danken ihm, dass er sie gerettet hat, aber Jin-Woo fordert sie auf, den Dungeon zu verlassen. Sie sind schockiert, als sie hören, dass Jin-Woo plant, den Dungeon alleine zu verlassen, aber sie erkennen, dass er stark genug ist, um es zu tun. Draußen ist Wu schockiert, als er erfährt, dass Kong heimlich mordet. Ihm werden die einzigen Überlebenden der Mission gezeigt, auf der Kong war, und er ist überrascht, dass einer von ihnen Jin-Woo ist. Er entschuldigt sich für das, was passiert ist, aber vor allem will er wissen, wer Kong besiegt hat. Jin-Woo wird klar, dass er sein Geheimnis nicht länger bewahren kann, was bedeutet, dass er seine Abmachung mit ihnen aufkündigen muss. Kurz bevor er alles zugibt, lügt Song-Chi und sagt, dass er derjenige war, der Kong eliminiert hat. Song-Chi ist nur ein C-Rang, also erklärt er, dass er den Kampf nur gewonnen hat, weil er die Hilfe einer Heilerin hatte. Wu ist skeptisch, da Kong ein Spitzenhunter vom B-Rang war, aber er akzeptiert Song-Chis Antwort. In diesem Moment erinnert sich Jin-Woo daran, dass er nicht zu selbstsicher sein darf. Er konnte es vorher nicht erkennen, aber Wu ist ein A-Rang-Hunter. Er spürt jetzt seine ungeheure Kraft und weiß, dass er in seiner jetzigen Stärke in einem Kampf keine Chance gegen ihn hätte. Song-Chi stellt fest, dass Jin-Woo einen guten Grund hat, sein Geheimnis zu bewahren. Also sagt er Jin-Woo, dass er es ihm nur heimzahlen will für das, was im Doppeldungeon passiert ist. In der Nacht ist alles geklärt und Yu-Hee fragt sich, ob Jin-Woo sich an den Stein erinnert, den er ihr gegeben hat.
Jinwoo und Yuhi machen einen kleinen Spaziergang, während sie darüber diskutieren, wie sehr sich Jinwoo verändert hat. Yuhi ist das komplette Gegenteil von ihm, denn sie hat sich überhaupt nicht verändert und stellt fest, dass sie zu schüchtern ist, um eine Hunterin zu sein. Eigentlich sollte sie an den A-Rang-Raids teilnehmen, aber stattdessen wählt sie die niedrigsten Ränge. Das ist nicht weiter schlimm, denn so lernt sie Jinwoo kennen und beginnt ihn zu heilen. Er wurde immer verletzt, aber sie kann nie vergessen, wie seine Augen immer diesen entschlossenen Blick hatten. Yuhi gibt ihm den Kristall zurück, den er ihr geschenkt hat, und verrät ihm, dass sie sich zur Ruhe setzen wird. Sie wird zurück zu ihren Eltern ziehen, aber die beiden vereinbaren, sich zu treffen, falls sie sich jemals wiedersehen. Ein Blick zurück zeigt, dass Wu sehr skeptisch gegenüber Jinwoo war. Er hat nicht geglaubt, dass ein E-Rang wie er den B-Rang Kong besiegen konnte. Bei Jinwoo wurde jedoch bereits festgestellt, dass er nicht ein zweites Mal erweckt worden war, also ließ Wu ihn einfach in Ruhe. Allerdings hat er ihn gewarnt. Kongs Bruder Dong Shu hat gehört, dass Jinwoo und Yo die einzigen Überlebenden waren, nachdem sein Bruder eliminiert wurde, also wird er hinter ihnen her sein. Das ist äußerst schockierend, da Dong Shu ein S-Rang-Hunter ist. Dong Shu interessiert sich wahrscheinlich nicht für alle Fakten und er ist der Typ, der sich aufregt, nur weil Jinwoo überlebt hat und sein Bruder nicht. Zum Pech für Jinwoo ist das Gesetz gegen S-Rang-Hunter machtlos und sie haben das Potenzial, entweder ein Wunder oder ein Unglück herbeizuführen. Eines dieser Monster ist jetzt hinter Jinwoo her, also empfiehlt Wu ihm, seine Familie zu holen und das Land zu verlassen. Jinwoo stellt fest, dass dies ein weiterer Grund ist, stärker zu werden, da er sonst nicht überleben wird. Jinwoo trifft sich mit Yo, aber er ist sehr verwirrt von dem, was er sieht. Yo erklärt, dass dies ihr Einsatzteam ist. Er hat sich darauf konzentriert, Leute zu finden, die qualifizierte Hunter sind, aber aus bestimmten Gründen nicht arbeiten können und um ihren Lebensunterhalt kämpfen müssen. Jinwoo weist darauf hin, dass er eine Highschool-Schülerin eingestellt hat, aber sie weist darauf hin, dass sie genau wie sie eine qualifizierte Hunterin ist. Sie wird jedoch entmutigt, als Jinwoo herausfindet, dass sie einen E-Rang hat und keine Erfahrung in der Bewertung hat. Das macht aber nichts, denn Jinwoo teilt ihnen mit, dass sie draußen warten werden, während er und Yo sich um alles kümmern. Jeder von ihnen wird 3 Millionen Yuan bekommen, was ein gutes Geschäft ist, da sie eigentlich nichts tun müssen. Nur dürfen sie niemandem davon erzählen, sonst müssen sie das Zehnfache des Betrages zurückzahlen, den sie bekommen haben. Jinwoo hat für den Sieg über Kong eine Tarnkappenrune erhalten, mit der er die Tarnkappenfähigkeit erlernt. Yo ist bereit zu gehen und Jinwoo ist schockiert, als er sieht, dass er sich eine wahnsinnig teure Rüstung zugelegt hat. Jinwoo zeigt ihm, wie unlogisch es ist, diese Rüstung zu tragen und verlangt, dass er sie ablegt. Jinwoo erlaubt ihm aber wenigstens den Helm zu behalten und die beiden gehen durch das Gate. Die anderen Hunter halten sie für verrückt, weil sie alleine in einen Dungeon der Stufe C gehen, aber das ist ihnen egal, denn der Vertrag ist bereits abgeschlossen. Jinwoos Schwester fragt sich, wo ihre Freundin Songji ist und wir sehen, dass sie die Highschool-Schülerin in Jinwoos Einsatzteam ist. Die Hunter diskutieren darüber, dass ein komplettes Einsatzteam 2 Stunden für diesen Raid brauchen würde und als sie Yo aus dem Portal auftauchen sehen, nehmen sie an, dass sie gerade weggelaufen sind. Natürlich sind sie schockiert, als sie sehen, dass sich das Gate schließt, nachdem sie herausgekommen sind, was bedeutet, dass sie den Dungeon gemeistert haben. Die Hunter starren sie ungläubig an, aber Jinwoo sagt ihnen nur, dass sie sich beeilen sollen, da er zu einem anderen Portal gehen will. Ihr Ziel ist es, 3 Raids an einem Tag zu schaffen, aber die Hunter sind immer noch schockiert, dass sie überhaupt einen geschafft haben. Bei einem weiteren Raid vernichtet Jinwoo einen Haufen Goblins, während Yo den Abbau beendet. Jinwoo wird mit den Goblins fertig und steigt auf. Der nächste Raid ist ebenfalls ein Erfolg und Jinwoo steigt noch weiter auf. Die Tage vergehen und die beiden räumen immer wieder Dungeons alleine aus dem Weg. Sie bekommen es mit immer stärkeren Monstern zu tun, aber man merkt, dass Jinwoo auch viel stärker wird. Jinwoos Stealth-Fähigkeit ist wirklich nützlich und seine Dash-Fähigkeit steigt. Er wirbt außerdem ein paar weitere Fähigkeiten und stellt fest, dass sie wirklich mächtig sind, wenn er sie gegen einen Wolf einsetzt. Jinwoo hat jetzt eine Reihe neuer Fähigkeiten, aber nicht genug Mana, um sie lange zu benutzen. Er nimmt deshalb einen Trank ein und beschließt, sich in Zukunft auf die Steigerung seiner intellektuellen Fähigkeiten zu konzentrieren. Er beschließt auch, im Moment nicht zum Dämonenschloss zurückzukehren, da er sich selbst nur als B- bis A-Rang-Hunter einstufen würde. In diesem Moment zeigt das System an, dass er die erforderliche Stufe für eine Quest zum Jobwechsel erreicht hat. An anderer Stelle erfährt der Leiter einer anderen Gilde namens Ahn, dass es ein Angriffsteam gibt, das das Doppelte des Marktpreises für die Rechte zum Kauf einiger C-Rang-Gates ausgibt. Ihr Anführer ist der reiche junge Yo, aber ihr Team scheint einfach zusammengewürfelt worden zu sein. Ahn erkennt den Namen Jinwoo von dem Vorfall im Doppeldungeon wieder und hat das Gefühl, dass hier etwas Interessantes vor sich geht.
An anderer Stelle treten Jinwoo und Yo siegreich aus einem anderen Portal hervor. Jinwoo fragt sich, ob Song-ji eine Art Augenproblem hat, aber sie sagt, es sei nichts. Zurück bei Ahn ist sein Assistent schockiert, als er erfährt, dass er glaubt, Jinwoo sei ein Wiedererweckter. Jinwoo hat es geschafft, 3 große Katastrophen zu überleben. Jedes Mal gab es viele Tote, aber er war immer unter den Überlebenden. Das Wiedererwachen ist die einzige Möglichkeit, wie dies möglich sein könnte, und so macht sich Ahn auf den Weg, um den vielversprechenden Neuling ausfindig zu machen. Als Ahn das Portal erreicht, in dem sich Jinwoo befindet, stellt er schockiert fest, dass es wie eine Art Picknick aussieht. Song-ji erklärt ihm, dass das Gebiet nicht betreten werden darf und muss ihn darauf hinweisen, dass sie eine Hunterin ist. Sie gibt zu, zum Einsatzteam zu gehören, und Ahn ist schockiert, als er feststellt, dass Jinwoo die ganze Gruppe zurückgelassen hat, um selbst in den Dungeon zu gehen. Ahn denkt, dass Jinwoo sein bisher größter Fund sein könnte, aber er geht überraschenderweise einfach. Die Jungs kommen aus dem Gate heraus und Jinwoo offenbart Yo, dass er morgen beschäftigt ist. Er wird also nicht auf Raids gehen können, also verschieben sie ein paar von ihnen. Dann sehen wir eine sehr seltsame Szene und Choi erwacht aus seinem Albtraum. Er wirft einen Blick auf den Papierkram und stellt fest, dass es fast Zeit für die Aufklärungsmission auf Juju Island ist. Jinwoo beendet seinen Raid und Ahn stellt sich als Leiter der White Tigers Gilde vor. Die White Tigers Gilde ist eine der besten Gilden des Landes und immer auf der Suche nach vielversprechenden neuen Talenten. Ahn kommt dankenswerterweise gleich zur Sache und bietet Jinwoo das Doppelte dessen an, was Jujin Constructions ihm zahlt, wenn er sich seiner Gilde anschließt. Ahn ist sich sicher, dass sein E-Rang dieses Angebot niemals ablehnen könnte, aber er ist überrascht, als Jinwoo wissen will, wie viel das Hauptquartier der White Tiger Gilde wert ist. Es ist 50 Milliarden wert und Ahn ist schockiert, als Jinwoo ihm offenbart, dass die Baufirma ihm ein Gebäude im Wert von 30 Milliarden schenkt. Jinwoo zeigt ihm den Beweis, aber Ahn erklärt, er sei nicht qualifiziert, ihm ihr 50 Milliarden Gebäude anzubieten. Jinwoo geht, da er das Interesse verloren hat, aber er will wissen, wie Ahn von ihm erfahren hat. Jinwoo jagt dem Kerl Angst ein, indem er sich vergewissert, dass er nicht herumgeschnüffelt hat, und er verschwindet. Ahn wird klar, dass Jinwoo ihn mit seiner Tarnkappe geschnitten hat, und er ist schockiert, als er daran denkt, dass Jinwoo mit seiner Tarnkappenfähigkeit wiedererwacht ist. Jinwoo bittet ihn, sich nicht umzudrehen, woraufhin Ahn erklärt, dass er nur nachgeforscht habe, wer so viele Gates gekauft habe. Jinwoo will wissen, wer noch über ihn Bescheid weiß, aber Ahn erklärt, dass es nur er und einer seiner Untergebenen sind. Jinwoo warnt, dass sie die Ersten sein werden, die er verdächtigt, wenn die Leute von ihm erfahren. Ahn erklärt sich bereit, alles geheim zu halten, sodass Jinwoo sich wieder zu erkennen gibt. Jinwoo muss die Gates noch eine Weile kaufen, aber das bereitet der Gilde Probleme, da sie Rekruten ausbilden muss. Jinwoo erklärt sich bereit, ihnen 3 Gates abzugeben, aber Ahn ist schockiert, als Jinwoo ihm sagt, dass sie für jedes Gate 300 Millionen Yuan bezahlen müssen. Der Mann bittet ihn, den Preis auf 200 Millionen zu senken, und Jinwoo stimmt überraschenderweise zu. Die beiden machen den Deal für die 3 Gates, aber ihr Gespräch ist noch nicht zu Ende, denn Jinwoo will ihm etwas geben. Er bittet Ahn, die Augen zu schließen und den Mund zu öffnen, damit Jinwoo ihm einen Trank geben kann, der die Wunde in seinem Gesicht heilt. Jinwoo offenbart, dass er Ahn vertraut, aber er erinnert ihn daran, den Mund zu halten. Ahns Assistent fragt sich, wie es gelaufen ist, und Ahn sagt ihm, dass er glaubt, dass Jinwoo eine noch größere Nummer ist, als er dachte. Am nächsten Tag bestätigt Yo, dass sie die 600 Millionen Yuan erhalten haben. Yo weist darauf hin, dass sie die Gates sowieso stornieren wollten, und er kann nicht glauben, dass Jinwoo so viel für sie herausholen konnte. Yo will mehr wissen, aber Jinwoo erklärt, dass es sich um ein Geschäftsgeheimnis handelt. Zurück bei der White Tiger Gilde stellt Ahn fest, dass Jinwoo ihn betrogen hat, da mehrere C-Rang-Gates aufgetaucht sind, die alle für weniger als 70 Millionen Yuan verkauft wurden. Jinwoo schickt ihm eine Nachricht, in der er ihm mitteilt, dass sie jetzt quitt sind, weil Ahn ihn ausspioniert hat. Ahn erkennt, dass man sich mit Jinwoo nicht anlegen sollte, aber er ist froh, dass er seine Kontaktinformationen bekommen hat. An anderer Stelle sehen wir, dass Jinwoo auf einem Roadtrip ist, um herauszufinden, was es mit dem Jobwechsel auf sich hat. Jinwoo kommt in einem Wald weit weg von der Zivilisation an, weil er keine Ahnung hat, was ihn bei der Quest Jobwechsel erwartet. Er ist auf 2 Dungeon gestoßen, die mit Schlüsseln zugänglich waren, und die einzige Quest, die er sofort annehmen musste, waren die Straf- und die Notfallquests. Diese Jobquest ist jedoch optional und man hat ihm sogar Zeit gegeben, sich zu entscheiden. Jinwoo geht davon aus, dass es sich um ein wichtiges Ereignis handelt, das ihn durch den Erwerb von Fähigkeiten, die für seinen Job am besten geeignet sind, stärker machen wird. Also beschließt er, anzunehmen, und das Gate öffnet sich. Jinwoo erinnert sich gerade daran, dass er seine täglichen Aufgaben nicht erledigt hat und beschließt, dies später nachzuholen. Er erklärt, dass das eigentliche Spiel jetzt beginnt und betritt das Gate. An einem anderen Ort ist Yo mit seinem Vater zu Abend und wird von seinem Bruder abgeholt. Im
Dungeon stellt Jinwoo fest, dass er weder Tränke noch seine volle Genesung nutzen kann. Er wird auch nicht gehen können, bevor die Aufgabe abgeschlossen ist, also muss er sehr vorsichtig sein. In diesem Moment hört Jinwoo, wie sich etwas nähert, und er macht sich bereit. Es entpuppt sich als ein panzerartiges Tier und Jinwoo greift schnell an. Er ist schockiert, als er feststellt, dass sein Angriff nichts bewirkt hat und er von der Kraft des Monsters überrascht wird. Jinwoo landet einen weiteren Angriff, aber es nützt nichts. Er weicht mehreren Angriffen aus und erklärt, dass er schon gegen stärkere Kreaturen mit noch härterem Äußeren gekämpft hat. Dann benutzt Jinwoo seine bloßen Hände und reißt das Monster auseinander. Jinwoo ist nicht sehr glücklich, da er einen Einsatz seiner tödlichen Schlagfertigkeit verschwendet hat. Er kann sich aber nicht allzu lange ärgern, denn er hat Gesellschaft. Zurück bei Yo fragt sich sein Vater, wie Jin Seongs Bemühungen, die Gilde aufzubauen, vorankommen. Er hat gehört, dass jeder S-Rang, dem er ein Angebot geschickt hat, es abgelehnt hat. Das stimmt zwar, aber Jin Seong erklärt, dass er mit Huntern aus anderen Ländern im Gespräch ist. Yo wird klar, dass dies mehr Konkurrenz für ihn bedeutet und er ist schockiert, als Jin Seong ihm offenbart, dass er weiß, dass er im Geheimen an etwas arbeitet. Er weiß, dass Yo versucht hat, sich durch den Ankauf von C-Rang-Huntern zu etablieren, aber er warnt Yo, sich ihm nicht in den Weg zu stellen. Yo sagt nichts, aber er ist sich sicher, dass Jin Seong nicht so reden würde, wenn er wüsste, wie mächtig sein Partner ist. Zurück im Dungeon macht sich Jinwoo an die Arbeit, um die Monster zu vernichten. Er beschließt, dass er sich bald ausruhen muss, aber er spürt etwas und beseitigt ein weiteres Monster. Er kann nicht glauben, dass es sich getarnt hat und obendrein ein Magier aufgetaucht ist, der Lichtmagie einsetzen kann. Das ist alles ziemlich seltsam, denn Jinwoo hat das Gefühl, dass die Rüstung des ersten Monsters in Kombination mit den Fähigkeiten dieser Monster ihm das Gefühl gibt, seine alten Kämpfe wiederzuerleben. Die Aufgabe ist viel schwieriger, als er erwartet hatte, aber er analysiert die Situation in der Mitte des Kampfes noch einmal. Er geht durch, was nötig ist, um jeden seiner Feinde zu besiegen. Der Ritter in der Rüstung wird ohne genügend Stärke keinen Schaden erleiden und der Assassin kann ohne genügend Wahrnehmung nicht entdeckt werden. Dem Magier muss mit Intellekt begegnet werden, aber Jinwoo hat diesen Wert nicht sehr stark erhöht. Seine Müdigkeit nimmt schnell zu, sodass er den Kampf bald beenden muss. An anderer Stelle sehen wir, dass Choi sich mit den anderen Huntern trifft, die sich auf den Weg zur Juju-Insel machen wollen. Zurück im Dungeon hat es Jinwoo geschafft, die Monster zu besiegen. Er stellt fest, dass er den Brustpanzer erhalten hat und merkt, dass er noch nicht viel mit der Ausrüstung gemacht hat. Jinwoo zieht ihn an und ist froh, dass er sich unsichtbar machen kann und nicht in seiner Bewegung eingeschränkt ist. Jinwoos Stufe ist gestiegen und er hat auch viele goldene Gegenstände. Auch seine Müdigkeit hat sich erholt, also geht er weiter durch den Dungeon. Jinwoo öffnet eine riesige Tür und der Windstoß, der aus ihr kommt, lässt ihn erschaudern. Im Inneren befindet sich eine Art Thronsaal und er ist schockiert über das, was ihn erwartet. Das Geräusch, das er hört und die Präsenz, die er spürt, lassen seinen ganzen Körper an etwas erinnern. Der Druck, den er spürt, ist genauso stark wie der, den er während des Doppeldungeons gespürt hat. Jinwoo ist ungläubig, denn all diese Intensität kommt von einem einzigen Gegner. Dieser Gegner ist ein Ritterkommandant namens Igris. Sein Name ist in roter Schrift geschrieben und Jinwoo stellt fest, dass dieser Kerl mit keinem Gegner vergleichbar ist, gegen den er je zuvor gekämpft hat. Igris greift sofort mit hoher Geschwindigkeit an und Jinwoo ist schockiert, als er sieht, dass dieser Kerl Säulen durchhackt, als wären es kleine Äste. Dieses Monster überwältigt Jinwoo schnell mit seinem nächsten Angriff und Jinwoo hat keine Chance, mit ihm mitzuhalten. Er wird herumgeschleudert und Jinwoo ist fassungslos, was für ein wahnsinniges Monster dieser Kerl ist. Jinwoo zeigt seine eigene enorme Geschwindigkeit, als er eine Reihe von Angriffen ausführt, aber seine Klinge kann nichts gegen die Rüstung des Ritters ausrichten. Jinwoo gelingt es gerade noch, einen Angriff abzublocken und er wird zurückgeschleudert. Er stellt fest, dass sie in Sachen Schnelligkeit gleich auf sind, aber Igris ist viel stärker als er. Dieser Kerl ist extrem gefährlich und Jinwoo fragt sich, ob er überhaupt eine Chance hat, ihn zu besiegen. Jinwoo bezweifelt, dass er ohne Waffe gewinnen kann, aber er kann sich nur eine Möglichkeit vorstellen, wie er durch die Rüstung, die Igris trägt, Schaden anrichten kann. Jinwoo legt seinen Dolch weg und der Ritter wirft überraschenderweise auch seine Waffen weg. An einem anderen Ort ruft Troy den Vorsitzenden an und dankt ihm für die Genehmigung der Operation. Der Vorsitzende bittet ihn, vorsichtig zu sein, aber Troy ist sich der Gefahr bereits voll bewusst. Er weiß, dass diese Expedition nur dazu dient, die Bedrohungslage zu beurteilen. Sie werden den Feind nur anstupsen und sehen, wie er reagiert. Troy ist fleißig wie immer und erklärt, dass dies daran liegt, dass der letzte Raid auf der Insel Juju für ihn nie wirklich beendet war. Zurück im Dungeon verschwendet Igris keine Zeit damit, Jinwoo zu vernichten. Er wirft Jinwoo wieder herum, als wäre er nur ein Spielzeug und landet ein Sperrfeuer von Schlägen auf ihn. Jinwoo wird durch eine Wand geschleudert und ist geschockt von seinem Gegner. Er hat zwar alle Schläge abgewehrt, aber es fühlt sich trotzdem so an, als hätte er 500 HP verloren. Jinwoo ist froh, dass er sich seine Rüstung zugelegt hat, denn sonst wäre er jetzt wirklich nicht mehr am Leben. Er gibt zu, dass er
diesen Kerl nicht besiegen kann, also erhöht er stattdessen seine Geschwindigkeit. Jinwoo fliegt um ihn herum und schafft es schließlich, ihn zurückzustoßen. Danach versucht er noch einige Angriffe, aber es wird schnell klar, dass er ihn nicht mehr einholen kann. Der Kerl wirft ihn noch mehr herum und Jinwoo merkt, dass die von ihm eingesetzte Fähigkeit auch seine Verteidigung erhöht hat. Er wird immer noch von dem Kerl zerstört, als er ihn zurück in den Raum bringt, aber Jinwoo kämpft weiter zurück. Seine Bemühungen zahlen sich aus, als Jinwoo mit einer spektakulären Bewegung einen Tritt direkt auf Igris Kopf landet. Jinwoo merkt, dass das nicht gut für ihn ist und der Ritter greift mit noch größerer Wucht an. Jinwoo muss weiter Prügel einstecken, während Igris ihn auf den Thron wirft und auf ihn herabstarrt. Zurück zu Hause lässt Jin A etwas Essen für Jinwoo da und geht zum Lernen. Dann sehen wir auch einen Blick auf Jinwoos Mutter im Krankenhaus. Zurück bei Jinwoo ist er in einer wirklich schlechten Verfassung, als der Ritter sein Schwert nimmt und sich darauf vorbereitet, Jinwoos Leben zu beenden. Er holt zum finalen Schlag aus, aber Jinwoo hält ihn schockierenderweise mit einer Hand auf. Jinwoo erklärt, dass er noch nicht verloren hat und stößt Igris zurück. Er beschwört seine Klinge und schafft es, den Ritter durch die Öffnung in seinem Helm zu stechen. Jinwoo stößt Igris mit all seiner Kraft zurück und drückt ihn gegen die Wand. Der Ritter versucht, Jinwoos Klinge zu benutzen, aber Jinwoo weist ihn darauf hin, dass sein Dolch nicht den Besitzer wechselt. Er geht einfach in sein Inventar zurück, wo er ihn wieder beschwören kann. Jinwoo schickt seine Klinge durch den Schädel des Ritters, aber der Angriff ist zu oberflächlich. Er beschließt, dass er tiefer gehen muss und stößt die Klinge mit aller Kraft, die er noch hat, weiter in den Ritter. Jinwoo setzt jeden tödlichen Schlag ein, den er hat, und landet den stärksten Schlag, den er je ausgeführt hat. Der Ritter ist völlig schlaff geworden. Jinwoo zieht seine Klinge heraus und eine Anzeige verrät, dass er den Kampf gewonnen hat. Jinwoo erkennt, dass zwischen ihnen in jeder Kategorie ein riesiger Unterschied bestand und stellt fest, dass sein Sieg wirklich ein Zufall war. Wenn er auch nur einen einzigen Fehler gemacht hätte, wäre er gestorben. Jinwoo erhält daraufhin 4 Belohnungen. Eine davon sind 1,5 Millionen Gold und eine weitere ist der S-Rang-Helm, den Igris trug. Der Schlüssel zum Dämonenschloss war ein S-Rang, aber Jinwoo hat noch nie eine so hochwertige Ausrüstung besessen. Erstaunlicherweise erhöht der Helm seine Werte und verringert den erlittenen Schaden um 15%. Jinwoo erhält außerdem einen Runenstein für die Fertigkeit Hand des Herrschers. Die letzte Belohnung ist ein Sofort-Teleportationsstein. Er kann nicht in sein Inventar aufgenommen werden und er fragt sich, warum er gerade jetzt einen bekommt. Es würde keinen Sinn machen, einen zu bekommen, nachdem er den Dungeon verlassen hat. Also fragt sich Jinwoo, ob die Quest für den Jobwechsel noch nicht beendet ist. In diesem Moment ist Jinwoo schockiert, als sich mehrere Portale öffnen. Eine Benachrichtigung erscheint und verrät, dass die Quest für den Jobwechsel jetzt tatsächlich beginnt. Jinwoo wird angewiesen, so lange wie möglich zu überleben, damit er Aufstiegspunkte sammeln kann. Diese Punkte werden benötigt, damit er einer höheren Klasse zugewiesen werden kann, aber Jinwoo hat keine Ahnung, was das bedeutet. Ein Timer erscheint und Jinwoo wird klar, dass er sich unendlichen Wellen von Feinden stellen muss. Er ist froh, dass seine Gegner nicht so stark sind wie Igris, denn er ist sich sicher, dass er in wenigen Sekunden überwältigt worden wäre. Jinwoo ist sich sicher, dass er mit diesen Kerlen fertig wird, kann aber nicht umhin darauf hinzuweisen, dass es eine ganze Menge von ihnen sind. Jinwoo ist jedoch furchtlos und stürzt sich auf sie. Wir beobachten dann, wie die anderen Hunter zur Insel Jeju fliegen. Nach einiger Zeit kehren wir zurück und sehen, dass Jinwoo immer noch kämpft, während die Gates immer mehr Feinde auswerfen. Das eigentliche Ziel dieser Quest ist es, so lange wie möglich durchzuhalten, also setzt Jinwoo seine Stealth-Fähigkeit ein. Er beschließt, sein Mana so zu verwalten, dass er sich so viel Zeit wie möglich verschaffen kann. Jinwoos Plan wird jedoch komplett durchkreuzt, als ein Magier seine Tarnung durchbricht. Jinwoo nimmt den Kampf wieder auf, aber es ist noch schlimmer als zuvor, denn er kann weder seine Tarnung noch seine mörderische Absicht einsetzen. Jinwoo bekommt ein Schwert direkt in den Rücken und ist schockiert, als er feststellt, dass er gerade mal 5 Minuten geschafft hat. Die Dinge werden viel zu gefährlich und Jinwoo stellt fest, dass er nicht mehr weitermachen kann. Er tut es nur ungern, aber er beschließt, sich aus dem Dungeon zu teleportieren. Doch bevor er das tun kann, schlägt ein Ritter ihm den Stein aus der Hand. Jinwoo steckt jetzt in echten Schwierigkeiten, denn diese riesige Gruppe von Feinden stürzt sich auf ihn. Jinwoo wird weiterhin von den Monstern verprügelt und es gibt keinen Ausweg mehr, da er den Teleportationsstein verloren hat. Er kann nur überleben, wenn er sie alle besiegt, also fängt Jinwoo wieder an zu kämpfen. Das ist eine ziemlich schlimme Situation, denn seine Ausdauer ist am Ende und er kann sich nicht mehr tarnen oder mörderische Absichten hegen. Natürlich gibt unser Junge niemals auf und ist fest entschlossen zu überleben. Jinwoo kämpft weiter um sein Leben und denkt darüber nach, wie er sein ganzes Leben am Boden gelebt hat. Er konnte nie aufgeben, nach mehr zu streben und dieser Moment ist nicht anders. Jinwoos Fingerknöchel sind ganz verkrampft und sein Herz beginnt zu rasen. In diesem Moment beginnen die Monster zu sprechen. Die Stimmen sprechen darüber, dass Jinwoo den Spitznamen des schwächsten Hunter der Menschheit trägt. Als er mehrmals getroffen wird, machen sich die Stimmen darüber lustig, dass er einmal ins Krankenhaus musste, nachdem er durch ein E-Rang-Gate gegangen war.
In diesem Moment erscheinen die imaginären Song-Chi und Yu-Hi und sagen Jinwoo, er solle aufhören, sich zum Kämpfen zu zwingen. Danach erscheint Jinwoos jüngeres Ich und sagt Jinwoo, dass er bereits einen Weg zurückgelegt hat und dass das gut genug sein sollte. Sein altes Ich kann den neuen Jinwoo gar nicht erkennen, da er viel größer und viel besser in Form ist. Er erklärt jedoch, dass die Veränderungen nur oberflächlich sind. Tief im Inneren ist Jinwoo immer noch schwach und wird bald wieder sterben. Der alte Jinwoo erklärt, dass Jinwoo immer nur ein E-Rang-Hunter sein wird, ein Träumer, der seinen Platz in der Welt nie gelernt hat. Jinwoo gelingt es, einigen Angriffen auszuweichen, aber es gelingt ihm nicht lange, denn er wird zerquetscht. Der junge Jinwoo sagt ihm, dass er das verdient hat, weil er so schnell geglaubt hat, dass er für diese Art von Kampf bereit sei. Diese Worte überzeugen Jinwoo und er fragt sich, ob er sich wirklich nicht verändert hat. In diesem Moment erscheint eine Benachrichtigung, dass die Zeit für seine tägliche Aufgabe abgelaufen ist und er bestraft werden muss, weil er sie nicht erfüllt hat. Glücklicherweise bedeutet dies, dass er in den Strafraum gebracht wird. Jinwoo erkennt nun, dass Glück wirklich ein Faktor des Könnens ist und der junge Jinwoo stellt fest, dass derjenige, der hinter all dem steckt, nicht will, dass er jetzt schon stirbt. Er verabschiedet sich und Jinwoo wird zum Strafraum gebracht. Als er dort ankommt, ist er dankbar, dass diese Strafe sein Leben gerettet hat. Jinwoo fragt sich jedoch, ob es wirklich Glück war oder ob es das System war, das ihm am Leben hielt. Jinwoo beschließt, nicht so viel darüber nachzudenken und verwendet einige Tränke, um seine Ausdauer wiederherzustellen. Leider erklärt eine Benachrichtigung, dass die Tränke seine HP nicht wiederherstellen können, wenn er zu schwer verletzt ist. Er muss entweder warten, bis er auf natürliche Weise geheilt ist, oder versuchen, durch Stufenaufstieg wiederhergestellt zu werden. In diesem Moment taucht ein Haufen der Monster von vorhin auf und Jinwoo erklärt, dass jeder Schmerz, den er spürt, ihn nur stärker macht, solange er nicht stirbt. Zurück zu Hause bemerkt Jin A, dass er nicht zurückgekehrt ist und sie fragt sich, ob er eine Freundin hat. Sie stellt fest, dass das unmöglich ist und hofft nur, dass er nicht vergisst, bei ihrem Treffen als Vormund mit der Lehrerschaft dabei zu sein. Zurück bei Jinwoo hat er die Monster besiegt, vor denen er sich einst gefürchtet hat und seine Gesundheit durch das Aufleveln wiederhergestellt. Er hat noch 10 Minuten in der Strafzone, die er nutzt, um den Nachtmörder-Dolch zu kaufen. Diese Waffe ist perfekt, denn sie verursacht 25% mehr Schaden an gepanzerten Monstern. Jinwoo benutzt die Rune, die er im Kampf gegen Igris erhalten hat und sie verleiht ihm die aktive Fähigkeit Hand des Herrschers. Überraschenderweise verbraucht sie kein Mana und ermöglicht es ihm, Objekte zu beeinflussen, ohne sie direkt zu berühren. Er erinnert sich, dass Igris diese Fähigkeit bei seinem Schwert benutzt hat, aber Jinwoo testet sie und stellt fest, dass er noch keine großen Gegenstände bewegen kann. Die Zeit ist fast abgelaufen, also erklärt Jinwoo, dass er sich auf ein bisschen Glück verlassen muss, um es bis zum Ende zu schaffen. Jinwoo wird wieder zurück in den Dungeon teleportiert und macht sich bereit, erneut zu kämpfen. Zurück bei den anderen Huntern nähern sie sich der Insel Jeju. Choi erfährt, dass im Wasser mehrere Mana-Quellen entdeckt wurden und Choi ist schockiert von dem, was er sieht. Im Dungeon ist Jinwoo sehr zufrieden damit, wie sich sein Nachtmörder durchschlägt. Allerdings wird er ein seltsames Gefühl nicht los. Er tötet die Monster, aber es fühlt sich nicht so an, als würde er sie wirklich töten. Und das ist noch nicht alles, denn Jinwoo macht sich Sorgen um die Magier, die Zaubersprüche wirken, ohne tatsächlich anzugreifen. In diesem Moment wird Jinwoo klar, dass sie für das Öffnen der Gates und die Beschwörung der Ritter verantwortlich sind. Er beschließt, die Magier ins Visier zu nehmen und stellt fest, dass der Sieg über einen von ihnen einige der Ritter zu Fall bringt. Da er das weiß, nimmt er die übrigen ins Visier und übernimmt die Kontrolle über den Kampf. Die Magier tun ihr Bestes, um sich hinter den Rittern zu verstecken, aber Jinwoo gelingt es, einen weiteren auszuschalten, sodass nur noch 3 Magier übrig bleiben. Die letzten 3 Magier kombinieren ihre Kräfte, um einen Golem zu beschwören, und Jinwoo macht sich auf den Weg zu einem höheren Ort. Es gelingt ihnen, ihn für einen Moment außer Gefecht zu setzen, und er denkt darüber nach, dass die dummen Magier wohl dachten, ein starkes Monster sei besser als mehrere kleine. Jinwoo weist darauf hin, dass dies falsch ist, da es einfacher ist, die Magier zu verfolgen, wenn es weniger Ziele gibt. Jinwoo schafft es schließlich, alle Magier auszulöschen, aber der Golem steht immer noch. Unser junge Jinwoo ist so stark geworden, dass er den Golem mit purer Gewalt zerstört. Damit sind alle Monster besiegt und eine Benachrichtigung zeigt an, dass er die Aufgabe des Jobwechsels abgeschlossen hat. Jetzt kann er mit den Punkten, die er aufgrund seiner Leistung während der Quest verdient hat, zu einer fortgeschritteneren Klasse wechseln. Er kann sich anscheinend nicht entscheiden und es erscheinen mehrere Benachrichtigungen mit verschiedenen Meldungen. Sie besagen, dass der Weg, den der Spieler einschlägt, mit Leichen übersät ist und der Gestank von Blut bleibt. Außerdem sehnt sich der Spieler nach großer Macht und bahnt sich seinen eigenen Weg, ohne sich auf andere zu verlassen. Es wird erwähnt, dass eine Schattenarmee den Befehlen des Spielers folgen wird und Jinwoo ist schockiert, als er sieht, dass seine neue Berufsklasse Nekromant sein wird. Das ergibt für ihn überhaupt keinen Sinn, da er nichts in seinen Intellektstatus investiert hat. Nekromanten sind normalerweise eine magische Klasse, die untote Monster als Diener beschwört. Jinwoo hingegen hat einen Assassin-Bild. Sein wichtigster Wert ist Stärke und all seine Fähigkeiten passen zu diesem Kampfstil. Wenn er eine Klasse wie den Nekromanten bekommt, wäre die ganze Mühe, die er in seinen derzeitigen Bild gesteckt hat, umsonst gewesen. In diesem Moment ist Jinwoo erleichtert, als er sieht, dass er die Klasse ablehnen kann. Er lehnt ab
aber das System weist ihn darauf hin, dass der Nekromant eine versteckte Klasse ist und fragt ihn erneut, ob er die Klasse wirklich ablehnen will. Jin-Woo überlegt kurz und fragt sich, ob die versteckte Klasse bedeutet, dass sie eine besondere Kraft hat. Jin-Woo wünschte, er hätte ein Beispiel, mit dem er sie vergleichen könnte, und ihm wird klar, dass sie der Beschwörungsmagie, die die Magier benutzen, ziemlich ähnlich ist. Die Begegnung mit ihnen scheint ein zu großer Zufall zu sein, und so fragt sich Jin-Woo, ob dieser Jobwechsel vom System vorherbestimmt wurde. Die Idee, wie die Magier Monster zu beschwören, weckt sein Interesse. Die Magier waren allein nicht sehr stark, aber Jin-Woo weiß, dass er es ist. Es gibt keine Regel, die besagt, dass Nekromanten nicht an vorderster Front kämpfen können, und genau das würde er tun. Jin-Woo stellt fest, dass, wenn Klassen wie Statistiken funktionieren, seine Fähigkeiten in der Nekromantie mit steigender Stufe ebenfalls steigen werden. Das bedeutet, dass die Schattenarmee, von der im System die Rede war, dadurch wahrscheinlich stärker wird. Jin-Woo ist begeistert von der Idee, nicht mehr alleine leveln zu müssen, und nimmt die Nekromantenklasse an. In diesem Moment bricht eine dunkle Macht unter seinen Füßen hervor, und das System beginnt ihm aufgrund seiner Leistung Punkte zu geben. Jin-Woo hat während der Quest erstaunlich gut abgeschnitten, sodass seine gesamten Aufstiegspunkte die Klassenschwelle überschreiten. Die dunkle Macht bricht noch mehr hervor, als Jin-Woo zu schweben beginnt, und der Aufstieg ist bald abgeschlossen. Jin-Woo ist schockiert, als er sieht, dass er bereits von der Klasse des Nekromanten in die Klasse des Schattenmonarchen aufgestiegen ist. Außerdem erhält er einzigartige Klassenfähigkeiten und 10 Fähigkeitspunkte. Jin-Woo fragt sich, ob das Abenteuer nun endlich vorbei ist, aber dann hört er Geräusche, die von Menschen zu kommen scheinen, die Schmerzen haben. Jin-Woo kann nun einen dunklen Schatten sehen, der von den Monstern ausgeht, und er kann seine Fähigkeit Schattenextraktion auf sie anwenden. Zuerst muss er ein Befehlswort bestimmen, also wählt er Arise. Sobald er es ausspricht, ist Jin-Woo begeistert und sieht die Mitglieder seiner Schattenarmee. Neben der Schattenextraktion verfügt Jin-Woo auch über eine Fähigkeit namens Schattenspeicher. Mit Schattenextraktion kann er einen Teil seines Manas abziehen, um Schattensoldaten zu erschaffen. Mit dem Schattenspeicher kann er diese Schattensoldaten aufbewahren und sie beschwören, wann immer er will. Das einzige, worauf Jin-Woo achten muss, ist, dass die Extraktion je nach Stärke des Ziels und der Zeit seit dem Tod fehlschlagen kann. Diese Fähigkeit hat noch mehr zu bieten, denn Jin-Woo sieht, dass er sowohl die Ritter als auch die Magier beschworen hat, und zwar in verschiedenen Rängen. Jin-Woo ist ganz aufgeregt, als er sich fragt, ob er sogar Schatten des Rangs S extrahieren kann und ob ihre Stärke derjenigen entspricht, die sie im echten Leben hatten. Jin-Woo eilt zu Igris und stellt fest, dass die Extraktion noch möglich ist. Die Anzahl der Extraktionen und die Anzahl derer, die er speichern kann, ist begrenzt, also lässt Jin-Woo 11 Soldaten frei. Jin-Woo wendet sich wieder an den Ritterkommandanten Igris, den Blutroten, und sagt das Wort Arise. Igris Schatten beginnt sich zu erheben, aber ein großer Energiestoß stößt Jin-Woo zurück und die Extraktion schlägt fehl. Jin-Woo hat nur noch 2 Versuche, aber auch sein 2. Versuch scheitert. Zurück in der Hunter-Vereinigung erinnert Go-Woo daran, dass Hunter ihre Kraft nur durch eine Wiedererweckung steigern können. Deshalb trainieren sie ihre Kampftechniken und sammeln Verbündete. Zurück bei Jin-Woo spricht er mit Igris und erinnert ihn daran, dass er ein Krieger ist. Feinde mit dem Schwert niederzustrecken ist sein Lebensinhalt, und Jin-Woo ist sich sicher, dass er nicht einfach nur da sitzen und sich ausruhen will. Jin-Woo erklärt, wenn Igris jemanden braucht, dem er sein Schwert widmen kann, dann soll er ihm dienen. Jin-Woo nutzt seinen letzten Versuch und sagt Igris noch einmal, dass er sich erheben soll. Aus Igris Leichnam strömt eine gewaltige Kraft heraus, aber diesmal ist es anders. Igris Schatten taucht auf und Jin-Woo darf seinem Ritter der Stufe 7 einen Namen geben. Jin-Woo ehrt den Ritter und gibt ihm seinen alten Namen, Igris. Gleichzeitig erklärt Go, dass es möglich ist, jeden Tag eine Wiedererweckung zu erleben, und er hofft, dass sie einen Hunter hervorbringt, der alle Erwartungen übertrifft. In diesem Moment knien Igris und der Rest von Jin-Woos Schattenarmee vor ihm nieder. Jin-Woo ist erstaunt über diesen Anblick und erklärt, dass jetzt alle bei ihm sind. Zurück bei den anderen Huntern sind sie endlich auf der Insel Jeju angekommen. Choi untersucht eine der roten Ameisen von dem schrecklichen Überfall und ist schockiert, als er etwas sieht, das noch nie zuvor passiert ist. Er erklärt, dass sich die Monster weiterentwickeln und wir sehen, dass der Ameise Flügel gewachsen sind. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es uns mit einem Daumen nach oben, und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal für täglich neue Anime-Zusammenfassungen. Wir bedanken uns fürs Einschalten und hoffen, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann!